Ja, hu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition dieses hübschen Buchs. Wenn ihr wissen wollt, da im Buchhandel kaufen. Ja, beste Vampire Edition ever. Und heute mit dabei, wo fange ich denn an? Ich fange mal beim Rückkehrer an. Der Araiguma als Aesir. Hallo zusammen, ich bin wieder da. Ja, genau. Lang hat's gedauert. Und darüber finden wir den Rerion, der vertritt heute die Lilio, die irgendwie was anderes zu tun hat. Real Life und so ein Kram. Der spielt Ronan. Hey. Ja, dann haben wir links unten im Bild zu sehen den Kako, der spielt Bruce. Nabend. Und last but not least, Feramin wird heute uns die Samantha spielen. Hallo. Ja. Ja, vieles passiert seit den letzten Malen, die wir hier zusammengekommen sind. Bevor wir losstarten, kleiner Disclaimer vorneweg, den ich zwischendurch manchmal vergessen habe. Wir spielen Vampire the Masquerade. Das ist von sich aus gesehen schon ein relativ düsteres Setting. Es könnten Dinge passieren, die, naja, nicht jedermanns Sache sind. Themen angeschnitten werden, die Leute triggern oder sonst irgendetwas Böses mit dem Verstand oder den Gefühlen der Menschen da draußen machen. Leute, das ist hier ein Unterhaltungsformat, also wenn ihr euch irgendwie angegriffen, irgendwie getriggert fühlt, einfach ausmachen. Nehmt euch keiner krumm, schaltet, guckt was anderes auf Twitch und YouTube. Gibt's genug Zeug, was besser ist als das hier. Und ja, nehmt uns das nicht krumm, dass wir spielen hier nur, genauso wie ein Schauspieler seine Rolle spielt, spielen meine Spielerinnen und Spieler und ich selber auch. Nur ein Spiel und die Charaktere, die wir verkörpern, machen vielleicht Sachen, die wir niemals im echten Leben machen würden. Außer vielleicht Rerion. Ja, Bruce, also Kako würde nie so nett sein wie Bruce zum Beispiel. Hat er recht. Ja. Also, ja, bitte trennen. So, und wir spielen 2018. Und wir sind immer noch im Dezember, im tiefsten Winter und wir spielen in USA, Texas, an der Grenze zu Mexiko in einer Stadt, die keinen Namen hat. Was allerdings den Stadtbewohnern und allen möglichen Leuten sonst, die draußen rumwohnen und sonst irgendwie niemandem irgendwie zu stören oder aufzufallen scheint. Außerdem hat die Stadt eine weitere Besonderheit, nämlich Vampire, die einmal in der Stadt drinnen sind, kommen nicht wieder ohne weiteres heraus. Also es gibt Gerüchte, dass Vampire mal drin waren und wieder rausgekommen sind und wieder zurückgekommen sind, aber ja, gesehen hat das, glaube ich, von euch zumindest noch niemand. Und ja, Aesir hat einmal schmerzlich versucht, rauszukommen. Ja, das macht er, glaube ich, so schnell nicht wieder. Und ja, von daher ist das Ganze so ein bisschen wie eine, ja, eine Mausefalle für Vampire. Und in der Stadt hat sich seit Weihnachten 2018 etwas ganz Grundlegendes geändert, nämlich die
Ja, die Herrschaft hat gewechselt. Unsere Vampire haben dafür gesorgt, mit ihren Stimmen beim Elysium, dass es einen neuen Prinzen in der Stadt gibt. Und der fährt eine komplett andere Politik als der letzte Prinz. Und möchte jetzt ein bisschen mehr Offenheit und Willkommenskultur einführen. Und wie wir beim letzten Mal gehört haben, ist der Prinz sich trotzdem bewusst, dass das Probleme mit sich bringen kann, gerade in der Situation, in der die Stadt sich befindet, dass Vampire nicht mehr raus können. Irgendwas muss getan werden, auch gegen Überbevölkerung der Vampire, weil irgendwann gibt es vielleicht dann mehr Vampire als Menschen und das ist ungut. Ja, generell ist das sowieso ungut, wenn es zu viele Vampire gibt und zu wenig Menschen. Ja, also die Problematik ist durchaus da und auch im Hinterkopf. Trotzdem möchte man eine Art Anziehungspunkt schaffen für Vampire, nämlich eine Stätte, wo Vampire umsonst trinken dürfen, ohne sich großartig Sorgen machen zu müssen, sich irgendwo anmelden oder zu müssen oder irgendeine Domäne zu haben oder so. Und das soll Samantha einrichten. Als neue Harpie der Stadt ist sie dafür zuständig und wird sich darum kümmern müssen. Und hat Hurra geschrien, als sie diesen Job bekommen hat. Ja, und mal schauen, wie das wird mit diesem Club, den sie da eröffnen soll. Und Ronan ist der neue Sheriff der Stadt. Und hat so seine ganz eigenen Probleme, denn das Sheriffsamt hat es mit sich gebracht, dass man, etwas in Abhängigkeit zum Prinzen gerät, was vielleicht für Ronan und seine Freundinnen und Freunde eigentlich nicht die beste Wahl ist, weil eigentlich hatten sie sich so gedacht, so, wir haben sie zwar gewählt, aber irgendwie ist sie jetzt doch nicht so cool und mal gucken. Und ja, ich glaube, seit der letzten Folge findet Ronan die Frau eigentlich besser als vorher. Sagen wir so. Um das mal neutral auszudrücken. Schön, dass Ronan heute wieder dabei ist. Ja, der hat noch ein Wörtchen mit Isaiah zu reden. Ja, da kommen wir später zu, vielleicht. Und Kako hat auch so sein. Der hat zwar keinen neuen Job, also in dem Sinne bekommen, also nicht so wie Samantha oder Ronan, aber der Bruce, ist auf einmal das Kind von einer Primogen, denn die Gangrel haben ihren Ratssitz wiederbekommen in der Stadt durch den neuen Prinzen. Und auf einmal findet sich Bruce so mitten in so einer verschwörungsartigen Sache wieder, wo man irgendwie Intrigen spinnt gegen die Obrigkeit und dann doch irgendwie nicht mit den Anarchen und nicht mit der Camarilla und irgendwie so alles wie komplett neu aufziehen will und irgendwie alle ziehen und rütteln an Bruce, aber irgendwie, weiß ich nicht, bekommt ihm nicht so gut gerade. Und beim letzten Mal ist er so ein bisschen durch die Gegend gefahren, so ein bisschen kopflos und ziellos und hat so ein paar Leute getroffen und hat sich mit dem Prepper unterhalten, seinem alten Freund aus dem Wohnpark, der ihm so ein paar ganz tolle, lebensnahe und so überhaupt nicht ausgeflippte Tipps gegeben hat, wie er mit seiner Umwelt klarkommt. Und ich fand das mit der Maschinenpistole vollkommen legitim. Jetzt sag ich doch. Ja. Ich weiß gar nicht, glaube ich das nicht so gesagt? Völlig. Also. Am Ende der Folge hatten wir dann damit geschlossen, dass Kako in der Wüste sich so ein bisschen umgesehen hat. Er wollte sich so ein bisschen die Bereiche der Wüste anschauen, wo sonst so niemand hingeht und wo er vermutet oder wo der Prepper auch vermutet, dass es so Minenschächte geben könnte. Weil Jelly ja herausgefunden hatte, dass irgendwas mit Minen irgendwas in der Stadt mal war. Und das kam dem Bruce so verdächtig vor und er wollte sich das Ganze mal ansehen. Und ist dann tatsächlich auf ein paar Clansbrüder und es waren gar keine Clansbrüder und Schwester, es war ein Buchhand, wie du da gesehen hast. Ich glaube, das wusste Bruce nicht. Er hatte, also nur bei einem, da waren glaube ich zwei und bei einem wusste er, das ist ein Brewer. Genau.
So hatte ich das aufgeschrieben. Und ja, die waren aber auch nicht alleine da in dieser Gegend und ja, hatten Besuch von einem, ja, dem Bruce sehr bekannten Vampir, nämlich Brnava, der Tremere, von dem die Gruppe schon lange nichts mehr gehört hatte eigentlich. Und ja, Bruce kann den ja total gut leiden und ist dann hat sich gesagt, so, okay, wenn der hier ist, dann gehe ich woanders hin. Und als er sich umgedreht hat zum Gehen, dann hat er noch ein paar eigenartige Geräusche gehört von hinter der Düne, wo die sich da gerade getroffen haben. Ja. So ein paar Kampfgeräusche oder so, wenn man so möchte. Man weiß es nicht. Könnten auch einfach nur eine Auseinandersetzung und eine Unstimmigkeit gewesen sein. Ja, und was mit Aisea passiert ist, Aisea haben wir jetzt ja schon ganz lange nicht gesehen. Das letzte Mal irgendwie vor über anderthalb Monaten, glaube ich, hier in diesem Stream. Ja, Aisea hat die große Party, die ist das Elysium verpasst. Ist irgendwie nicht mehr aufgetaucht. Also ist in Time jetzt schon seit Wochen verschwunden. So seit mehreren, mindestens seit mehreren Tagen. Also über eine Woche müsste es mindestens gewesen sein. Ich glaube, wir hatten eine Woche geskippt bis zum Elysium. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch nochmal ein Sticken weiter. Das heißt, es sind jetzt schon wirklich mehrere Wochen, die Aisea nicht mehr aufgetaucht ist. Und ja, was mit ihm passiert ist, das werden wir vielleicht dann heute erfahren. Und bevor das Ganze, bevor Aisea quasi von der Bildfläche verschwunden ist, hatte er eine Auseinandersetzung mit ja, Samanthas Ex-Klüngel, beziehungsweise mit dem Benchu aus diesem Klüngel, Joe, nee, nicht Joe, Joe ist der Berato, ehemalige Sheriff. John, genau, John Doe John heißt Doe. Er ja. Und ja, die haben sich ja quasi mitten ins Gesicht und handgreiflich gezeigt, wie gern sie sich mögen. Und ja, Aisea hat den Klüngel gewarnt und Andrew auch gewarnt vor John und hat damit seinen kleinen Keil in dieses ganze Gebilde reingetrieben. Und ja, vorher hatte er so eine kleine Auseinandersetzung ebenfalls mit Ronan. Die beiden können sich nun auch nicht so gut leiden, weil als Ronan das erste Mal Aisea begegnet ist, hat der natürlich den Ventru schlechthin raushängen lassen und ja, das so bedroht werden, das mag Ronan ja nun so gar nicht und hat sich gedacht, so, alle sind ja eigentlich ziemlich freundlich zu mir, nur der nicht. Das heißt, alle anderen schütze ich, nur den verrate ich jetzt mal einfach. An die Seneschall, weil Aisea ja ein Verbrechen begangen hatte. Ein Maskeradebruch, und in dem er einen Menschen offen, ohne es irgendwie geheim zu halten, getötet hat. Und das auch noch in irgendwie, ja, nicht vertuscht, einfach nur zack, ausgesaugt. Und das hatte wohl Nachwehen, die Ronan hat ausbaden müssen. Und ja, Ronan hätte es verschleiern können, aber naja, hat sich entschieden, den dummen Rentu liefere ich jetzt ans Messer. Der hat hier eh nichts zu suchen. Ja, wovon Aisea allerdings auch gar nichts wusste. Weil, wie soll man sowas herausfinden, wenn einer hinter einem Rücken jemanden verpetzt? Das kriegt man nur erst dann heraus, wenn es rauskommt. Aber naja, mal sehen. Gut, soweit zum Recap. Und ich habe auch in den Kommentaren und hier auch schon wieder gelesen, jetzt gerade im Chat, der Prepper ist ein Malkaff. Nein, das ist ein Mensch, Leute. Kein Malkaff, nein, nein. Ein ganz normaler, denkender, gut vorbereiteter Mensch. Nicht alle, die ein bisschen auffällig sind, sind Malkavianer. Und manchmal sind die nicht auffallen, die besten Malkavianer. Der Prepper ist der, der in jeder Zombie-Apokalypse auftaucht. Das ist immer derselbe. Das ist immer derselbe. Ja, genau. Aber, ja. Nee. So, wer hat denn Lust anzufangen?
mit seinem Zeug, weil wir sind ja jetzt in der Ausgangssituation, dass alle jetzt irgendwo woanders rumgucken. Ich glaube, die einzigen, die beim letzten Mal noch zusammen waren, waren Ronan und Samantha, ne? Weil die sind ja von dem neuen Prinzen zusammen zurückgefahren. Genau. Und Sam hat ihren Unmut zu Ronans neuem Job irgendwie ziemlich deutlich werden lassen. Und ja. Der Job ist okay. Die Bedingungen, die an den Job geknüpft sind, die sind eben nicht so vertrauenserweckend. Tja. Wer weiß es schon. Ja, also wir könnten da anfangen. Wir könnten bei Bruce anfangen in der Wüste mit dem Hügel. Oder wir könnten tatsächlich uns Isaiah vornehmen. So wir den Chat bestimmen lassen, wo wir starten sollen. Damit das ein bisschen interaktiv wird hier. Also schreibt mal in den Chat, sollen wir bei Sam und Ronan anfangen, bei Bruce oder bei Isaiah? Isaiah ist schon so müde irgendwie, der muss so. Das ist auch eine Möglichkeit von Stresskompensation gehen. Ruft jetzt an 0100 mit der 1 für Bruce, die 2. Schickt eine SMS an die. Genau. Ronan sollte Isaiah befreien. Wovon soll er ihn denn befreien? Weißt du was ich von seinem Unleben. Ach so, vom Unleben, ja, okay. Oh, Moment mal. Sorry, also seit dem letzten Mal geht das definitiv nicht mehr. Wieso? Wenn meine beste Freundin ihn cool findet, finde ich ihn auch cool. Wer weiß denn, Ronan, dass er sie gut findet? Sie ihn gut findet. Das hat sie gesagt. Ach so, stimmt, ja. Es steht sogar in der Zusammenfassung. Die wie immer natürlich sehr ausführlich und sehr gut gefühlt. Ja. Ein Fleißbienchen für unsere Zusammenfassung. Ja, irgendwie ist sich der Chat irgendwie gar nicht einig, nur der Percy macht hier mit. Danke, Percy. Ja, dann. Nur der Einzige bist, der hier irgendwie Vorlieben hat, dann hören wir doch mal auf dich. Den Rest scheint scheißegal zu sein. Das ist irgendwie nur hier, um sich berauschen zu besudeln oder sonst irgendwas zu lassen. Besudeln. Okay. Dazu bin also ich nicht bereit. Percy will bei Isaiah anfangen. Ja. Das finde ich okay. 2 Stunden später. Ja, wie gesagt, Isaiah ist ungefähr wochenlang, könnte man jetzt sagen, von der Bildfläche verschwunden gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt am besten anfange. Eines der letzten Dinge, die Isaiah mit. Also, wo hat sich Isaiah denn rumgetrieben, als wir ihn das letzte Mal gesehen haben? Weißt du das noch? Ja, Isaiah hat so mitbekommen, dass die Einladung kam für den. Zum Elysium und hat sich aber trotzdem weiterhin so aus bisschen Angst vor John so versucht, immer da aufzuhalten, wo er normalerweise nicht rumrennt. Und wird dann wahrscheinlich wieder sich in irgendeinem Motel irgendwie in den Schrank gelegt haben und dann zum späten Abend hin aufgewacht sein. Mit dem Ziel, jetzt müssen wir was essen gehen und schauen, ob man noch vielleicht jemanden davon überzeugen kann, für Sabra zu stimmen in dieser aufkommenden, durchaus sehr wichtigen Wahl. Mhm. Wen willst du denn überzeugen? Ich wollte eigentlich nochmal zurück zu unserem Klüngel, weil da muss ich also, das ist ja sowieso unser gemeinschaftliches Gebiet und da muss ich ja jagen gehen, damit ich mir keinen Stress mit anderen Leuten einhandle. Ja. Und entsprechend nimmt sie ja sehr quasi ein Taxi und steigt dann da vor dem Gebäude, will er eigentlich aussteigen. Mhm. Ja, dann ist das auch so das Letzte, was wir von Isaiah mitbekommen haben. Und was Isaiah auch noch so weiß, das Letzte, was danach irgendwie, als er da irgendwie gerade aus dem Taxi aussteigt, wird alles so ein bisschen schwammig.
alles so ein bisschen blurry und so richtig hat Isaiah gerade auch gar keine Zeit und gar keine Lust und gar keine Kapazitäten, groß darüber nachzudenken, was da genau passiert ist. Denn er kann sich nicht mehr bewegen. In dem einen Augenblick und in dem zweiten Augenblick wird er sich gewahr, dass ein Holzpfahl durch seine Brust gerammt wurde. Wie auch immer man sich da als Vampir gewahr wird, ich bin kein Vampir, aber das kriegt man irgendwie, kriegt man das mit. Spätestens ab der absoluten Bewegungsunfähigkeit. Ja, nee. Und ja, das ist, wie gesagt, das Aussteigen, das Letzte, was Isaiah noch so gewahr wurde. Und der nächste Part, an den sich Isaiah noch erinnern kann, sind gemurmelte Stimmen, die irgendwie von weit her irgendwie an sein Ohr dringen, als er so langsam wieder Gefühl in seinen Glieder bekommt. Aber er schlägt die Augen auf oder vielleicht waren sie offen und er bekommt jetzt nur wieder Sinneseindrücke wirklich mit. Aber es ist dunkel um ihn herum. Und wenn er sich so ein bisschen ausstreckt und so ein bisschen rundherum sich so ein bisschen orientieren möchte, merkt er, er kommt nicht besonders weit, weil nach rechts, links, oben und unten, ja, sind vielleicht 50 Zentimeter oder so Platz. Und er liegt mit dem Gesicht auf einem, ja, Holz. Also er schaut sich um und merkt, dass er kaum den Kopf drehen kann genug, um sich umzusehen. Wie gesagt, es ist stockfinster. Versucht zu ertasten, wo er sich befindet. Und diese Holzmaserung kann man ertasten. Das ist kein Problem. Also es ist Holz. Überall um mich herum ist Holz. So weit wie du mit den Enden kommst, ja. Er klopft gegen das Holz. Gibt ein dumpfes Geräusch. Klingt nicht besonders hohl. Also er versucht, dass irgendwie ein Loch in das Holz zu schlagen, schlägt dagegen und dann ruft er, hey, was soll das? Lass mich hier raus. Ja, mach doch mal ein Strength und Brawl. Gut, als er das schafft, da so ein Holzding. Ich krieg einen extra Würfel, wenn ich einen Raustest schaffe, ne? Richtig, ja. Wie viel Hunger hast du gerade? 2. Okay. Du musst den nicht mal schaffen. Du guckst ja nur, ob du nicht weiter noch einen Hunger kriegst, oder? Ja, stimmt. Okay, ich kriege nicht mehr Hunger. Das ist schon mal gut. Conservation of Ability. So, all meine 2 Würfel. Das ist ein Erfolg. Ja, also ein Erfolg gegen die Holzwand um dich herum. Also du schlägst dagegen und es dir wird sehr schnell klar, aufgrund der dann doch schnell wieder zuheilenden Wunden auf deinen Fingern, dass das Ding doch mehr Widerstand leistet, als du dachtest. Also deine Hände und deine Kraft reicht einfach nicht aus, um Türen oder sonst irgendwelche massiven Holzdinger irgendwie einzuschlagen. Also er versucht doch laut zu rufen, hey, was soll das? Deine Stimme klingt dumpf in diesem Mini-Räumchen, in dem du dich befindest. Bin ich in einem Sarg? Ich versuche das mal so mit den Schultern abzutasten, ob ich das merken kann. So. Es scheint ein Holzkasten zu sein, ja. Holzkasten, ah, super. Kopf nach unten. Kopf nach unten. Also das merkst du ja mit der Schwerkraft. Nichts merkst du schon. Umdrehen ist halt schwer, weil 50 Zentimeter. Aber man könnte das schon, wenn man sich ein bisschen verrenkt. Also er versucht das mal mit dem
mit dem Umdrehen, sich verrenken und kratzt gegen das Holz, versucht irgendwie eine Schwachstelle zu ertasten, die er finden kann und hämmert weiter gegen das Holz und hämmert noch eine Stunde weiter und schreit und ruft, bis ihm langsam irgendwann klar wird, scheiße, Mann, man hat mich begraben. Mhm. Und nachdem die erste Panik so ein bisschen abgeklungen ist, fällt ihm nichts anderes ein, als sich in einen Tiefschlaf zu versetzen und zu hoffen, dass das nicht sein letztes Hurra war. Ja, Tiefschlaf versetzen ist ja, also Vampire können ja freiwillig in eine, so eine Art Starre zurückfallen, allerdings ja, das funktioniert die ersten paar Tage. Und zwei Tage, bis der Hunger da ist. Du kannst ja mal würfeln, die ganzen Rouse-Checks für die nächsten Tage. Ja, warte. Ich mach einfach mal. Ich würfel einfach mal so. Mein Insider hat kein Fortitude. Nope. Ein Six. Ja. Ja. Ich bin nach drei Tagen am Hungerlimit. Ja, also aus einem aus einer freiwilligen Starre wird irgendwann ein aufwachender Aesir, der vor Hunger sich nicht mehr halten kann. Das Tier in Aesir bricht, ohne dass er es kontrollieren kann, hervor und will seinen Tribut, seinen Zoll. Wie sieht das aus, wenn das Tier aus Aesir herausbricht? Das haben wir noch nie gesehen eigentlich. So richtig, zumindest nicht. Du bist gemutet. Aesir wachsen diese ganz charakteristischen Eckzähne. Das Gesicht, das sonst immer so sehr entspannt und ein bisschen Resting Bitch Face ist, sage ich mal, das verzerrt sich zu so einer Fratze. Die Fingernägel werden fast schon Krallen und dann fängt er an, um sich zu schlagen und auf der Suche nach Blut, nach etwas, das ihn nähren kann. Und wo Aesir noch schon relativ schnell aufgegeben hat mit dem Kratzen, Schlagen, Treten und sich winden, hört das Tier nicht auf in seiner Sucht nach Blut und kratzt, beißt und schlägt gegen diesen Holzkasten. Und es dauert lange, lange Zeit, aber irgendwann schafft es das Tier eine Art, ja, eine lose, also so ein Holzding lose zu kratzen, zu beißen, zu reißen. Und es rieselt Sand und Erde in den Sarg hinein. Was die Sache jetzt nicht besser macht. Aber sobald eine Lücke erkannt ist, muss diese Lücke vergrößert werden, denn da ist ein Weg, da geht's weiter. Und er reißt an diesem einen, an dieser einen Ecke, diesem einen Spalt und vergrößert den immer weiter und immer weiter, bis irgendwann rieselt so viel Erde auf Aesir nieder, dass es langsam drückend wird. Und kein Platz mehr ist, groß eine Bewegung noch auszuführen. Du hast den Holzdeckel wahrscheinlich zerbrochen und kaputt gemacht, aber die Erde, die nachsackt, begräbt Aesir nur noch mehr. Und dann bleibt Aesir irgendwann immer noch voller Hass und Sucht. Er starrt ihn. Ja, denn irgendwann, wenn Vampire nichts mehr zu trinken bekommen, dann zuerst in Raserei. Und wenn sie dann immer noch nichts zu trinken kriegen, fallen sie in Starre. Und das wird mit Aesir auch passieren. Er wird in Starre fallen, nichts mehr mitbekommen. Und da liegen. Und hoffen, dass er irgendwann, irgendwie jemand dieses Häufchen Elend wieder ausgräbt.
So, erzähl ja mal fertig. Wo gehen wir weiter? Jo, ich gebe mir mal gerade was Warmes zum Anziehen. Shoutout an alle meine Freunde und Follower. Später. Geht da wirklich? Na gut. Ja. Wer möchte weitermachen? Möchte noch jemand begraben werden? Ich bin heute gut in Stimmung. Jetzt habe ich ein furchtbar schlechtes Gewissen. Tja, davon weiß Rone natürlich nichts. Nie! Er hat's verdient. Was wären denn so Entrubestrafungen, die sich Ronan ausdenkt? Die falsche Krawatte bekommen, Manschettenknöpfe falsch rum annähen, Schnürsenkel zusammenbinden. Das sind die Strafen, die der neue Sheriff verhängt in Zukunft, jawohl. Nacktfotos im Internet verbreiten. Ja, das. Kompromittierende Fotos, die Pläne hatten wir ja auch schon, aber. Man muss die Klassiker ehren. Mag Bruce in die Wüste? Ich habe auch, vielleicht können wir bei Bruce weitermachen oder so. Yippie. Vielleicht finde ich ja zufällig jemanden. Upsi. Der begraben ist. Oh. Wird passieren. Ich verbuddel so ein Loch aus. Ja. Was will denn Bruce machen, nachdem er die Geräusche gehört hat? Und wie weit war das denn entfernt? Also, oder wie weit war Bruce davon entfernt? Von den... Du hattest dich ja wegbewegt und hattest es irgendwie von weitem gehört. Für mich immer schwer, irgendwie Distanzen zu beschreiben. Ist halt hinter der nächsten Hügelkuppe. Ja, Bruce kann ja nicht einfach weglaufen. Also, er hat sich ja nur erstmal in Sicherheit begeben, weil ich wusste, wie das einzuordnen hat. Kennt sich ja sehr gut in der Gegend aus und würde mal in einem vielleicht etwas größeren Bogen quasi um diese Stelle herumlaufen, um das irgendwie beobachten zu können, um einen besseren Blick darauf zu erhaschen. Mhm. Und hätte dabei, um das schon mal zu sagen, umzuschauen, wenn sich einer von denen nähert, oder mir geht's, oder zumindest ich gehe nur von einem Vampir aus, der sich da eventuell nähern könnte, würde ich schon mal Sense of the Beast quasi aktivieren. Das kann ich ja quasi immer machen. Ja. Und würde halt schauen, ob sich dann irgendein Vampir nähert. Oder wegbewegt oder was weiß ich. Ja. Du spürst nichts. Okay. Schaut sich dann ein bisschen weiter um. Kommt vielleicht dann auch aus so einer Deckung hervor, aus so einem kleinen Abhang. Also generell, wenn man jetzt Bruce sehen würde, der ist halt auch voller Staub, voller diesem Wüstensand. Und würde sich dann ein bisschen dieser Stelle nähern, wenn er da gar keine Präsenz irgendwie spürt. Würde dann auch wirklich mal so nach links und rechts schauen, auch mal generell seine Sinne schweifen lassen. Vielleicht mal einen Moment wirklich verharren und dann sich möglichst wenig bewegen, um zu gucken, ob er irgendwo doch Schritte hört oder so, weil hat ja durchaus mitbekommen, dass sich da Vampire auch unsichtbar oder so machen können. Ja, will sich ansonsten, wenn er dann trotzdem nichts mitbekommt, langsam der Stelle nähern, wo er die drei belauscht hat für kurze Zeit. Mhm. Es ist leicht windig in der Wüste. Du siehst so kleine Windhosen, wie sie über den Staub ziehen. Versuchst dich möglichst leise an dieser Stelle heranzupirschen, nimmst Witterung auf von deiner Umgebung und bist dann deiner Meinung nach an der Stelle, wo du die gesehen hast, aber da ist niemand mehr. Kann ich Spuren auf dem Boden erkennen, wo sich Leute entfernt haben? Oder will ich mir generell mal die Stelle da anschauen? Ja, mach mal Intelligence und Investigation. Eventuell, wenn ich nach Spuren suche, aus Survival oder so? Nee. Okay. Passt trotzdem. Intelligence Investigation. Ja, Beastcrit, ne? Aber sowas von einem. Ach, scheiße. Beastcrit. Ja, wie sieht das denn aus, wenn das Beast Bruce übernimmt und Spuren sucht?
Das ist eigentlich ziemlich logisch. Bruce war die ganze Zeit angespannt. Wirklich hat er dann auch sich erst Schritt für Schritt dieser Stelle genähert, wirklich. Wie halt, ja, vielleicht ein Tier, was sich auch auf Pirsch eben begeben hat, hat ja Spuren verfolgt, hat Geräusche gehört. Und überall im Bruce wäre halt so eine Anspannung jetzt gerade in dem Moment spürbar. Wirklich jeder Muskel ist gereizt, angespannt. Und pirscht sich wirklich zusammen, wenn man den sehen würde, ist das wirklich so, wenn mit so Schultermuskulatur von einem Raubtier wirklich, ne, geht sich langsam vor. Und dann, wenn er an die Stelle kommt, schaut er sich halt nochmal um, wie so ein schreckhaftes Raubtier, was vielleicht entdeckt wurde, so nach links und rechts. Stottert auch sehr energisch in alle Richtungen. Und dann, ja, wie das eben nun mal ist mit Raubtieren, nimmt er halt Witterung auf, würde sich halt dann den Boden ganz genau anschauen. Mhm. Wie eben ein Wolf, der vielleicht nach einem verletzten Tier sucht, was seine Spuren im Sand hinterlassen hat und würde dann hoffentlich auch was finden. Das Tier wittert ganz minimal Überreste von Blut in der Luft. Riecht er eine Spur oder nur an diesem Ort gerade Blut? Riecht da vielleicht noch was anderes, irgendeine Art Parfüm oder so? Gerade so sich umsieht, es wittert Blut. Gut, Blut kennt, also gerade als Vampir ziemlich gut, wo ist und wo wäre denn Blut? Ja. Na, da, wo du gerade bist. Ist das so, also ist das so auf dem Boden? Sieht das so aus, als ob da jemand vielleicht mit dem Fuß irgendwie so das Sand darüber gewischt hat, um Spuren zu verwischen oder so? Keine Blutlache, es ist, das Tier sagt, es ist in der Luft. Schnüffelt so. Wie ein leichter Brühnebel oder so. So ganz fein. Niemand würde es bemerken, aber das Tier. Also ein bisschen benebelt von dem Blutduft. Verharrt er ganz kurz in so einer Hocke. Kneift so die Augen zusammen und. Also nicht wirklich atmet, aber nimmt halt dann vielleicht wie so eine Schlange Duft auf. Ganz, ganz minimal und würde sich dann mal in der Umgebung nochmal umschauen, weil dieser Gedanke mit, dass das hier so nach Blut riecht, aber er kann es halt nicht sehen, das stört ihn so ein bisschen, deswegen schaut er jetzt auch in der Umgebung einmal drumherum, ob da irgendwelche Spuren sind, ob er vielleicht irgendeinen anderen Duft wahrnimmt oder so. Das Tier hat Witterung aufgenommen, das Tier findet natürlich Spuren im Sand. Wie viele Spuren sind das? Eine Spur, die von der Stelle wegführt. Ja, es ist das Tier, es wird der Spur folgen. Mhm. Natürlich auch wirklich mehr, auch wirklich so gehockt. Ja? Hat den Körper sehr, sehr eingezogen. Schaut immer mal wieder, nach links und rechts. Hab ja immer noch mein Sense of the Beast an. Würde dann mal wirklich mal schauen, ob da irgendwas ist. Augen zusammenkneifen, in die Ferne schauen. Dadurch, schauen, wohin die Spuren gehen. Dass das Tier gerade komplett über Bruce bestimmt, brauchst du dann nicht mal groß sagen, dass das Sense of the Beast an ist. Sondern ja, na gut. Das Wort. Vergnügen selbst tun und folgt der Spur. Und die Spur führt irgendwann wirklich zu einem Minenschacht und zu so einem alten, verlassenen Minengebäude. Da sind noch so ein paar Baracken. Und das Tier wittert jetzt auch andere Vampire hier. Irgendwas, was Bruce schon mal gewittert hat, sind darunter ein paar der Anarchen oder so? Die also hat er ja. Genau bestimmen kannst du das nicht. Okay. Ist dem Tier auch, glaube ich, egal, was für Vampire da sind, aber es sind halt Fressfeinde. In dem Sinne. Jetzt gerade zumindest in dem Zustand, in dem sich Bruce befindet. Ja, in dem Zustand ist es auch so, wenn so ein Raubtier so Fressfeinde wittert, dann geht es nochmal mehr in Alarmstellung. Vielleicht. Bilden sich, also wenn nicht schon vorher bereits, was eigentlich sehr wahrscheinlich ist, bilden sich jetzt auf jeden Fall diese, wahrscheinlich bei Bruce noch mal ein bisschen größeren oder ausgeprägteren Fangzähne aus. Ja, und da Fressfeinde in der Nähe sind, mache ich mal einen Rouse-Check, denn dann kommen auf jeden Fall auch die Krallen. Nein, Bruce hat Hunger. Ja. Ist jetzt der Hunger wie viel? Drei. Hunger. Wie gesagt, ist halt sehr angespannt gerade, steht vor diesem Minenschacht,
vielleicht hört man auch, würde man hören, wenn man neben ihm steht, so ein leichtes Knurren, so ein Brummen und starrt auf den Eingang dieses Schachtes und ja, bewegt sich weiter nach voran. Mhm. Ritzt ein in das Dunkel des Minenschachtes. Ein bisschen Licht fällt halt noch von draußen rein und dann... Kann man denn was hören? Vielleicht ein bisschen Wasser platschen von irgendwo. Ja, dann leider kann er ja nicht im Dunkeln sehen. Das, Riechen und wittern. Das stimmt. Allerdings ist es ja auch für das Tier, also zumindest jetzt, das sagen würde, gefährlich, wenn man sich in der Umgebung nicht auskennt und man kann nichts sehen. Aber wenn er dann so sicher wäre, dass der Geruch ihn führen kann und dass er jetzt irgendwie irgendwo runterfällt, dann würde er weitersuchen. Mhm. Wenn nicht, würde er vielleicht auch das Weite suchen. Aber würde erstmal nur versuchen, weiter reinzugehen. Ja, dann macht er nochmal Wits Investigation. Wits Investigation. Was, nochmal was findest, irgendwie, um das zu entscheiden, ob du weiter vordringst oder wieder rausgehst. Ja. Yep. Zwei Erfolge. Ja. Du findest auf Anhieb erstmal nichts wirklich. Du findest irgendwann so eine eingestürzte Wand, wo noch irgendwie so eine halb verschüttete Lore drin hängt. So ein super altes Ding. Und denkst zuerst so, ha, hier ist ja gar nichts. So, und dann treibt dich das Tier aber an, hier muss was sein, ich witter was. Und streifst dann so ein bisschen an der Wand lang, ohne großartig was sehen zu können, tastest dich an den Wanddingern entlang. Und in so einem Schatten drin, wo man wirklich überhaupt die Hand vor Augen kaum noch sehen kann, ist dann wirklich ein Durchgang, wo man nicht damit gerechnet hätte. Und Bruce fast so ein Stück nach vorne fällt, weil ihm der Widerstand fehlt. Und stolpert dann in so eine Art Gang rein. Da ginge es weiter. Ja, Bruce krallt sich wirklich mit diesen großen schwarzen Klauen, die aus seinen Fingern entsprießen, halt an so in der Wand fest. Er schaut erstmal nochmal nach hinten. Wie weit ist er denn jetzt so in die Mine hineingegangen? Ist das so direkt am Anfang oder wirklich? Du bist schon um einige Ecken rumgegangen, kannst noch irgendwie so ein bisschen, ja, so bist ja auch in der Nacht halt reingegangen, so richtig viel Mondlicht fällt da nicht mehr rein in den Schacht irgendwie, aber du weißt, dass es so zwei, drei Ecken weg ist von Eingang. Mhm. Das kann ich nicht selber entscheiden, deswegen muss ich das Schicksal befragen. Ja. Bruce steht dann da, starrt erstmal diese Schwärze rein, die er wirklich überhaupt nicht sehen kann, hält sich dann da fest und würde zumindest einmal so, du sagst ja, wenn er ein Gang ist, wird er mal so an die Wand fassen. Ist das so, als wenn das wirklich, ne, da reingeschlagen wurde oder ist das natürlich? Das könnte man befüllen lassen. Intelligence und schwierig. Also ich könnte Survival gerne, würde ich gerne nehmen. Das mal Intelligence Survival. Cool, das kann ich. Ja, drei. Du würdest sagen, das ist natürlich, aber trotzdem nochmal behauen. Also der Gang an sich ist natürlich, aber der Zugang dazu ist wahrscheinlich künstlich. Mhm. Aber so drumherum, also ich sag mal, wenn da so ein Gang ist, da drüber die Wand, wovor Bruce ja gerade noch steht, das ist aber alles natürlich, ne? Das ist wirklich wie, ne? Da geht so ein natürlicher Gang rein. Der Zugang ist natürlich, ja. Ja. Also der ist halt behauen, also da ist der Fels halt irgendwie geschliffen, abgekantet. Mhm. Das würde natürlich so nicht sein, aber jetzt nicht irgendwie mit einem Holzding irgendwie abgestützt oder sonst irgendwie mit einem mit Beton oder so verstärkt oder sonst irgendwas. Ja. Wenn Bruce dann immer noch wirklich nichts hört, nur irgendwie noch diesen Blutgeruch in der Nase hat, ist das ihm aber doch dann irgendwie zu
zu unsicher, weil das Tier ja auch gewahr ist, ne? Gerade wenn er als Fressfeinde wittert, es könnte eine Falle sein. Jemand könnte ihm auflauern, weil er ist gerade auf Grund, auf dem er sich nie auskennt, von der generell keine Ahnung hat. Deswegen würde er sich dann langsam, nachdem er erstmal nochmal einen kurzen Moment gehorcht hat, irgendwie auch in diesem Gang, weil so ein Gang schallt ja natürlich sehr laut, wenn sich irgendwas bewegt oder so, dass ich nochmal die Augen schließe und dann zum Schnauben wieder zurückgehen, nach oben im Gang, und dann würde ich dabei ganz vorsichtig sein, wie wirklich auch, ne, so eine, ja, wie so eine Raubkatze quasi, die ganz bedacht jeden einzelnen Schritt nacheinander setzt, ohne wirklich zu viel Lärm dabei zu machen. Ja, kommst du wieder zurück zum Eingang. Hat denn immer noch das Tier übernommen? Ich würde sagen, jetzt, wo du da jetzt irgendwie so akademisch drüber nachgedacht hast, irgendwie, was das hier für Gänge sind oder so, da hat sich Bruce jetzt schon wieder an die Oberfläche zurückgekämpft. Ja, steht dann vermutlich da. Das war, glaube ich, keine Tierentscheidung, zurückzugehen. Ne. Entscheidung des Schicksals. Wird stehen. Wahrscheinlich auch gerade nach dem Kampf mit dem inneren Tier, würde sich erstmal so an die Wand oder an die Seite dieses Eingangs irgendwie erstmal lehnen. Einen kurzen Moment durchschnauben, also ohne jetzt wirklich einen Blutpunkt dafür auszugeben. Und dann wirklich erst nicht so richtig gewahr werden, jetzt auch in seinem ja, vernünftigen Verstand, Zustand, sich mal irgendwie gewahr werden. Kennt er diesen Ort oder war er wirklich noch nie hier? Schaut sich mal um. Hat das ja vorher nur so durch diesen Tunnelblick des Tiers wahrgenommen, alles. War es noch nie hier. Und dann würde er sich mal wirklich so umschauen. Liegt noch immer, also das ist wie so ein ganz klassischer Mineneingang, wie man ihn so aus alten Western oder so kennt. Ich weiß gar nicht, hatte Jelly euch nicht auch ein Foto gezeigt? Wovon? Von Minenarbeitern? Mein schon. Sie hat ein altes Zeitungsfoto hergezeigt. Dann kann ich dir das Foto nochmal in Skype-Chat rein. Wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde. Moment. Sind meine Orden. Das ist nicht. Ihr könnt ja generell schon mal sagen, also Bruce würde ja dann auch ein paar Schritte weg erstmal von dem Gang sich aufmachen. Also würde ich, ne, immer noch sehr, sehr vorsichtig. Kann das ja immer noch sehr gut, für dich, sich leise irgendwie auch auf so Wüstensand zu bewegen. Und dann, wo er jetzt auch wieder sich daran erinnert, so, ey, ich habe ja Spuren verfolgt, ich mit diesem Blutgeruch, würde er nochmal auf den Boden schauen, ob da jetzt neben seinen ja so Outdoor-Stiefelabdrücken noch andere Fußabdrücke sind. Er hat ja eine Spur dahin verfolgt. Gucken, ob er die noch findet. Und da mal davon ein Foto machen. Weil er hat ja tatsächlich noch ein Handy, das er nicht mehr zum Chatten benutzen darf. Wurde ihm ja verboten. Ja, kannst du gerne machen. Würde dann davon so ein Foto machen. Sind das denn mehr so feinere Schuhe oder ist das auch so Outdoor-Zeug, was er da so hat? Das sind Stiefelabdrücke. Stiefelabdrücke. Dann natürlich neben den Fotos halt von den Fußabdrücken nochmal ein Foto von der Mine an sich, von diesem Eingang. So würde ich mal so ganz leise, natürlich ohne Blitz, was überhaupt immer was bringt, egal. Und sich dann den Weg wieder zurück machen zu dem eigentlichen Ausgangspunkt, zu der Stelle, wo er die drei belauscht hatte, weil ab dahin natürlich weiß er noch, was passiert ist, aber da war wahrscheinlich Bruce mehr mit dem Kampf gegen das Tier beschäftigt, als anstatt sich wirklich mit den diese Hinweisen da aufzuhalten, die da eventuell am Tatort waren. Ja. Ich schaue dann nochmal, also Eye of the Beast kann man im Dunkeln sehen, ja, aber das hat er nicht. Ja, Eye of the Beast habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ich kann nur das Beast sehen. Will dann trotzdem mal schauen. Also da war ja nur eine Spur. Waren da irgendwie noch Kleidung oder so irgendwo vergraben? Also konnte er sehen, dass da irgendwie Erde aufgewühlt wurde? Oder ist da wirklich nichts gewesen? Irgendeine Schleifspur oder so? Eine Schleifspur. Dann würde er mal schauen, ob da irgendein
ob da irgendwelche Spuren sind, ob da jemand ein Loch gegraben hat, um irgendwie Kleidung da rein zu verschwinden zu lassen, oder ob die wirklich weg sind, die anderen. Also für Bruce ist ja klar, dass vermutlich nicht klar war, da explodiert ist oder irgendwas anderes mit dem gestehen ist, sondern ich würde ja mal schauen, ob da irgendwo noch die Klamotten irgendwelche Überreste von denen sind, wobei die ein, weil er eigentlich Überreste gar nicht finden möchte, nur Kleidung. Sondern wäre ein bisschen verstörend. Nee, nichts da. Okay. Du kannst noch Spuren finden, also von zwei andere Spuren, die von dem Minenschacht hier hinführen, aber... Okay. Zwei Spuren. Das ist eine davon auch die, die dann zurückgegangen ist? Also, nee, das ist eine andere Spur. Das ist eine andere Spur, okay. Ja, macht von denen auch nochmal ein Foto und dann würde er vermutlich dann zur Stadt zurückgehen. Und ja, so den eigentlichen Klüngel, ob er den besuchen will, weiß ich nicht. Aber wird erstmal zur Stadt zurückgehen. Vielleicht ist ja auch Anna zu Hause. Ja. Gut, dann geht Bruce erstmal wieder zurück. Das Bild leider nicht gefunden jetzt gerade. Aber. Ja, so einen alten Minenschacht kann man sich ja vorstellen. Ja, dann machen wir weiter bei Ronan und Sam. Während Bruce zurückfährt und Isaiah im Loch liegt. Ich würde sagen, wir treffen uns doch direkt in meinem Club. Aha. Ich bin ja schon umgezogen. Ich habe gedacht, ich werde wahrscheinlich auf der oberen Etage so normaler Büroraum haben und dahinter gibt es dann, es geht durch in ein weiteres Zimmer, was dann eher so in Richtung Wohnzimmer eingerichtet ist, wo dann weitere Geschäfte besprochen werden können. Ja. Das würde ich auch mit dir nutzen. Also Ron wird schon mal quasi so eine halbe Begehung machen. Also sich den Club mal ansehen, das Areal. Halt aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten. Funktionieren die Notausgänge. Halt diese üblichen Sachen erstmal. Weil nichts ist so schlimm wie eine Horde Menschen und Elkaniten einzusperren. Besonders wenn beide gleichzeitig in Panik geraten. Ja. Also, wenn er da halt durch ist, auch gucken, gibt es einen Hinterausgang. Könnte man schnell abhauen. Ja, dann müsste Sam jetzt ja alles beantworten können. Die hat sich das ja ausgesucht. Genau. Würde ich sagen, wir machen auf alle Fälle. Wir haben ja gesagt, wir wollten, es sollen eh noch Umbaumaßnahmen gemacht werden. Notausgänge funktionieren soweit, sind auch in ausreichender Anzahl für die Anzahl an Gästen da. Und ein Hinterausgang ist eine gute Idee, weil ich hätte gern auch die Möglichkeit gehabt, ungesehen in den Club rein und rauszukommen. Also, dass ich nicht den normalen Ein- und Ausgang benutzen muss, wenn ich mal wohin gehen möchte. Also neben dem Liefereingang noch ein extra Eingang. Ja. Steht der Club bei dir alleine oder grenzen andere Gebäude dran? Ich würde sagen, der steht alleine. Okay. In einem Industriegebiet, wo man eben auch niemanden stört, wenn die ganze Nacht die Musik durchwummert. Gut. Niemand hört dich. Und es auch Parkplätze gibt. Und wie viele Leute sollen hier dann arbeiten? Meinst du jetzt Thekenpersonal oder Sicherheitspersonal? Generell. Also wie viel, oder fragen wir anders, wie viele Menschen willst du einstellen? Wie viele Nicht-Menschen willst du einstellen? Und willst du überhaupt Nicht-Menschen einstellen? Naja, wir haben ja
besprochen gehabt, dass eigentlich für die Türsteher schon ganz gut wäre, jemanden zu haben, der unsereins erkennen kann. Du hast ja gesagt, Sabra möchte, dass, wenn welche von außerhalb kommen, sich noch an dem Tag bei ihr vorstellen. Ja. Ich würde da gerne mischen. Bei den Türstehern. Also Thekenpersonal würde ich eigentlich auf Menschen gehen. Okay. Ja, wo kriegt man jetzt entsprechend Leute her? Naja, im Zweifelsfall könnte man vielleicht über Angela ein paar der vielleicht ein paar vernünftigere Brucher finden, die eher ihr nacheifern wollen als Adam. Als Türsteher sind Brucher ideal. Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, ja. Allerdings verfügen sie über keine natürliche Fähigkeit, Vampire zu erkennen. Oder Anna fragen. Naja. Ich weiß nicht, weißt du, ob Bruce schon wieder einen neuen Job hat? Bruce als Türsteher. Ach ja, komm rein, ich kann dich nicht abweisen. Bruce kann ja das VIP-Taxi fahren. Grinst so ein bisschen. Ja, aber Bruce möchte ja auch immer nett sein zu den Menschen und von daher denke ich mal, kann er auch einfach locker mitsehen, wie viele Vampire an dem Abend eben schon im Club sind, um dann eben auch mal zu sagen, Junge, kommst hier nicht rein, komm morgen wieder. Außerdem kennt er viele Leute in der Stadt und kann vielleicht ein bisschen sagen, wer überhaupt ein bisschen koschrei ist oder wer vielleicht in anderen Clubs schon mal aufgefallen ist, negativ. Wir wollen möglichst viel Polizei im Club haben oder sowas. Also irgendwie stadtbekannte Schläger oder Leute, die es regelmäßig mit Alkohol übertreiben und dann anfangen zu schlägern, rauszuhalten, wäre ganz gut. Tja, dann stellst du am besten noch Inner ein. Dann lernen die erstmal fliegen. Wenn Anna sich nicht zu sehr auf nur die, die es verdient haben. In welche Richtung soll das überhaupt werden? Also willst du quasi hier einen Dresscode oder sowas haben? Oder kann theoretisch jeder rein, egal ob der Turnschuhe hat oder eine Lederjacke trägt? Ich würde wahrscheinlich das abhängig. Ich würde, nachdem wir hier so ein bisschen nicht die riesige Auswahl an Clubs haben, würde ich gerne quasi ein bisschen wie Themenabende machen. Themen. Also, ja, dass mal die ganzen Metalheads zu ihrem Vergnügen kommen und dann die anderen, verstehst du? Und da würde dann eben der Dresscode immer entsprechend angepasst sein. Verstehe. Einfach, dass die ganzen verschiedenen Menschen hier auf ihre Kosten kommen mit diesem Club und auch die Nahrungspräferenzen von unsereins ein bisschen. Willst du einen VIP-Bereich mit einrichten? Wenn wir den so gestalten, dass wir den nach Bedarf als VIP-Bereich sperren können oder einfach mit integrieren können, je nachdem, was wir gerade an Publikum da haben. Dass wir auch, falls wir vielleicht mal Live-Musik anbieten oder so, dass man den VIP-Bereich dann quasi für die Band reservieren kann, dass das Ganze ein bisschen flexibel ist, weil ich meine, wir sind hier dann, das ist der einzige Club in der Stadt, also. Ja. Da sind wir jetzt beim Problem, das ich noch kurz mit dir anreißen wollte. Ja. Er druckst so ein bisschen. Rückt dann die Kippe aus, macht sich die nächste an. Sabra hat gesagt, sie will die Population im übersichtlichen Rahmen halten. Verständlicherweise, ja. Ein Club, wo sich, wenn irgendwann wird sich herumsprechen, dass dort keine Nieten ein- und ausgehen können. Dass man da trinken kann in Ruhe, nicht so viel behelligt wird. Wenn man halt ein bisschen aufpasst, das übliche Brimborium. Das wird auch Kaniten von außerhalb anlocken. Und wenn der Prinz nicht möchte, dass Kaniten hier länger verweilen,
sagen wir mal, für ein, zwei, vielleicht drei Tage das Gastrecht bekommen, ankommen, Party feiern, wieder gehen. Fehler. Nehmen wir mal an, der Club läuft richtig gut und so, sagen wir mal, ein Vierteljahr. Du kennst das vielleicht von anderen Clubs. Wie viele Tainiten, denkst du, kommen dann im Laufe eines Vierteljahres hier hin? 10? 15? 20 von außerhalb? Die Frage ist ein bisschen, wie soll sich das denn rumsprechen? Wenn von den Kainiten, die schon in der Stadt sind, keiner nach draußen kommt. Weil Menschen plaudern. Ich gehe immer nur vom Schlimmsten aus, das ist mein Job. Ja, ja, ich überlege nur gerade für die Berechnung, für den Zulauf, wie realistisch wir da rechnen, weil ich meine, wir sollten mal Bruce fragen, wie er eigentlich in die Stadt gekommen ist. Weil, also ja, wie er auf die Stadt überhaupt kam, weil wie gesagt, dieser Aspekt, die Stadt hat keinen Namen, er steht nicht auf den Straßenschildern, die Stadt ist in keiner Karte verzeichnet. Also ich gebe an, das wäre für mich schon ein ganz klares Kriterium, hier hinzugehen. Aber ja, aber wie willst du dann jemand sagen, hey, guck mal, ich bin in der und der Club ist cool. Ich wohne in Nowhere, wie geil ist das denn? Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich mache mir nur gerade Gedanken darüber. Menschen plappern über Clubs. Und gerade Toreador sind mit Sicherheit sehr beliebte Clubgänger mit anderen Menschen. Und ich möchte ungern, ich sag's mal ganz krass vor den Kopf, wenn hier drei neue Toreador in einem halben Jahr aufschlagen und nicht wieder gehen können und Sabra sagt, ha, schade, ihr seid ja aber nicht willkommen. Verpisst euch, geht nicht. Dann und die das Gastrecht überstrapazieren, weil es nicht mehr als zwei oder drei Tage gewährt wird, teilten sie sich illegal hier auf und dann ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie die Stadt verlassen. Oder sagen wir, nicht mehr der Population zugezählt werden können. Scheißjob, ne? Mit anderen Worten, dein Club ist geil und die ultimative Kainitenfalle. Aber Sabra wollte so einen Ort schaffen. Es wäre egal gewesen, ob das jetzt dieser Club ist oder... Ja, und ich denke, sie hat da durchaus zwei, drei Hintergedanken. Vielleicht sogar die Inquisition anzulocken und denen eine Falle zu stellen, was ziemlich genial ist. Oh Gott, ich bin Corleo für den. Ja, ich schätze mal, das ist ein Problem, ja. Und ich bin da auch wieder ganz ehrlich, du kannst Kainiten nicht sehr lange verstecken. Also entweder ja. Dürfen wir darf generell kein Kainit diese Stadt betreten, der von außerhalb kommt. Was schwierig sein wird zu überprüfen im ersten Moment. Denn ganz ehrlich, so viele Leute kriege ich nicht zusammen. Deswegen kannst du sowieso nicht. Du müsstest dann einen Zaun um die Stadt ziehen. Ja. Weil ich glaube, die Mexikaner zahlen nochmal einen Zaun zu bauen, so wie der Zaun, der da drüben schon steht. Nee, wir sind in Trumpland. Sam, verstehst du, dass das für mich richtig unangenehm ist, weil ich will unser Eins nicht umbringen, nur weil sie neugierig sind oder rattig. Das ist mir schon klar. Und das bedeutet unterm Strich nämlich genau mein Job. Oder? Du hast ihn angenommen. Das mit dem Club, das kam danach. Dieser Treffpunkt, das hat sie auf dem Elysium ja lang und breit erzählt.
Ja, ein Treffen für Kaniten hier in der Stadt. Ja, ein Platz, wo jeder trinken kann, und für den hättest du irgendeine Tarnung finden müssen. Und sie hatte die Idee schon vorher ausgesponnen, im Prinzip. Sie hatte sich schon sowas Ähnliches gedacht. Wie gesagt, ich denke, dass sie das Ziel hat, die Inquisition anzulocken, damit man sie besser im Auge behalten kann. Die Frau ist schlauer als wir alle. Frauen sind immer schlauer. Sie ist schlauer als ich. Also entweder legen wir sie um und wir müssen einen geheimen Blutkeller anlegen. Oder Angela macht einen total geilen Markt hier auf mit Vampirblut für unter der Hand. Wo wir wieder bei dem Faktor sind, weswegen ich in die Stadt gekommen bin. Hey, wir hatten die Idee schon mal. Also. Ja, die Idee hatten schon andere. In der Gegend, aus der ich komme, irgendeine neue Droge rum, dessen Bestandteil Kanitenblut war. Aber sagen wir mal so, selbst wenn die Menschen darüber quatschen, dass es hier einen neuen Club gibt, aha, dann müsste den Vampiren ja auch erstmal zu Ohren kommen, dass man hier trinken darf. Ja. Ohne dass es irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht. Das heißt ja aber theoretisch, dass erstmal irgendwelche Vampire aus dieser Stadt hier, also irgendwer von uns, müsste singen nach draußen, dass man hier trinken kann. Gut, das wird uns zumindest ein bisschen Zeit erkaufen. Hey, wir wollten sowieso aus dieser Stadt verschwinden. Hoffen wir, dass wir uns genügend Zeit erkaufen können, um rauszukommen. Ich hoffe, Jelly arbeitet schnell. Und tagsüber. Was macht Jelly jetzt eigentlich? So tun, als hängt sie mit den Bruchern ab oder sie hängt mit den Bruchern ab oder hoffentlich befolgt sie jetzt meine Warnungen. Weil das mit von Kaniten fernhalten hat ja nur sehr bedingt funktioniert. Wie gesagt, sie soll tagsüber gucken, ob sie irgendwas über diese Tunnel rausfinden kann. Was hier unter der Stadt eigentlich ist. Weil nachts gehören Tunnel immer den Nosferatu. Mhm. Tagsüber schlafen die. Wie wir alle. Also ist die einzige Chance, dass Jenny in den Tagstunden da unten herumeiert. Wobei, gut, das Problem ist, da ist es immer dunkel. Das heißt, theoretisch könnten da auch Nosferatu tagsüber rumlaufen, wenn auch vermutlich sehr träge. Aber sonst haben wir leider keine Möglichkeit, da unten herumzukreuchen. Mein Angebot, dass ich mal versuche, mit Joe zu reden, steht noch. Klar, red mit allen, die du möchtest. Freut sich schon. Und eigentlich müssten wir mal irgendwie uns draußen umgucken, denke ich. Stichwort Joe. Und Minenschächte und Tunnel und komische Dinge. Das würde ich euch überlassen. Ich glaube, Sam kennt Joe auch gar nicht. Stimmt. Hm. Wer auch immer das jetzt schon wieder ist. Ein Kumpel von mir und Jelly. Ist verschwunden. Ich meine, wenn wir jetzt in den Club E.O.N. bauen, wir könnten natürlich einen Kellerraum entsprechend umbauen, dass wir zur Not auch unerwünschte Gäste zwischenlagern können. Ja, ich denke, so eine schicke Untergrund-Badewannen-Sabbat-eske-Party ist da bestimmt richtig. Zumindest so eine Art, dass wir Kaniten da zumindest kurzfristig
ja, beherbergen können. Falls uns wirklich die Zeit davonläuft. Außerdem ist sowas generell nicht schlecht, falls sich einer im Club total daneben benimmt. Kann ich dich mal was fragen, Sam? Mhm. Also was relativ Persönliches? Du kannst fragen, ob du eine Antwort bekommst, werden wir dann sehen. Diese Geschichte in der Wüste. Ja. Wie sehr denkst du, hat dich das nachhaltig verändert? Sagen wir, dein Gewissen verändert. Könntest du noch mal töten? Kann ich dir nicht mit Gewissheit sagen. Ich möchte es weder völlig ausschließen. Ich werde jetzt mit Sicherheit nicht einfach spontan losziehen. Und was wäre, wenn du nur in der Theorie die Möglichkeit bekommen könntest, würdest Rache an denen zu nehmen, die dir oder anderen Unbill antun oder angetan haben? NA 2.0. Verlockend. Ich sag's mal so: Joe hatte Malcolm. Ronan hat vielleicht. Niemand würde denken, dass die Harpie auch die Henkerin ist. Das stimmt natürlich. Besonders nicht, da eigentlich fast jeder die Toreador unterschätzt. Lass es dir mal durch den Kopf gehen. Ich denke darüber nach. Ich rede ja auch von Schuldigen. Wie legitim ist sowas denn? Legi was? Nun ja, ich möchte nicht wieder so einen gewissen Racheengel provozieren. Wenn der, naja, sagen wir mal so, wenn... Ich denke, es kommt ein bisschen drauf an. Man kann mit Sicherheit eine Menge faken. Und wenn ich etwas legitimieren und rechtfertigen kann. Es darf nur keine Blutjagd, keine offizielle sein. Das darf nur der Prinz veranlassen. Wenn Dinge laufen, müssen sie unter der Hand laufen, im besten Falle. Mit möglichst wenig Mitwissern. Mhm. Anderes Beispiel, für die Nosferatu, wenn der Nosferatu hocken und nicht verhandlungsbereit sind, müssten wir uns so oder sowas einfallen lassen. Mhm. Aber zum Beispiel John? Einfach meinen Namen in den Topf geworfen? Ja. Wir haben an die gleiche Person gedacht, das stimmt schon. Ich werfe nur Namen in den Topf, die mir willkürlich einfallen. Es ist ja nicht so, als wäre John nicht regelmäßig maskeradebrüchig. Also es ist bei ihm eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es wieder passieren wird. Ich müsste es nur mal miterleben. Ich müsste es feststellen können. Nun ja, vielleicht ist er dumm genug, sich hier daneben zu benehmen. Wir müssten etwas finden, womit man John gut herauslocken könnte. Wo verflucht ist eigentlich Isaiah? Ich bin sicher, damit könnte man ihn herauslocken. Ja, auf jeden Fall.
Krawatten hakeln und so. Mhm. Braucht man ihn einmal, dann ist er nicht da. Gut, du denkst da mal drüber nach und ich werde, wenn du Pläne für den Club hast, dann schaue ich die noch mal ganz in Ruhe an und werde mal ein komplettes Sicherheitskonzept ausarbeiten. Ja. Dann werde ich mal Angela fragen, ob sie jemanden kennt, die jemanden kennt, der jemanden kennt. Und dann werde ich Bruce fragen, ob er jemanden kennt, der jemanden kennt, der zufällig mit jemandem mal gesessen hat und jemanden kennt. Ich würde vorschlagen, lieber Bruce direkt zu fragen. Das geht auch. Frag ihn einfach, ob er Interesse an dem Job hätte. Und ich sollte Jimmy am besten ganz weit von der vom Club fernhalten. Ist nicht so wichtig. Jimmy ist mein Problem. Wir könnten ja auch vor der Eröffnung quasi nochmal offizielle Verhaltensregeln für unser Eins rausgeben. Ach, das ist super. Verhaltensregeln finde ich immer toll. Ein Verhaltenskodex, der schön sichtbar irgendwo prangt. Wie beziehungsweise jedem mit seiner speziellen Mitgliedskarte für die Clubmitgliedschaft ausgehändigt wird. Regel 1, sei kein Arsch. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn jemand gegen diese Bedingungen verstößt, wird ihm die Karte entzogen. Oder gibt es erst eine Verwarnung, dann wird ihm die Karte entzogen. Und sollte er dann nochmal vor der Tür stehen, dann haben wir diesen Kellerraum. Ich mag deine Denkweise, Sam. So, und wie erreichen wir jetzt Bruce? Tja, noch ein Handy, aber du nicht. Telefonzelle. Ronan hat welche, glaube ich. Ja, Eckwerf-Handys. Ansonsten Telefonzelle, das geht immer. Aber wir schwenken nochmal rüber zu Icea. Und zwar nicht direkt zu Icea, sondern zu den Geschehnissen ungefähr 10 Meter über Icea. Denn da hat sich eine kleine Gruppe versammelt und steht auf einem, ja jetzt in der Nacht, ein bisschen nebligen Friedhof herum. Und wir erkennen als Zuschauer Sabra und ihren neuen Sehneschall, die ja sichtbar neben ihr steht. Wir erkennen einen hochgewachsenen Mann, der ja mit einem Flock durch den Körper getrieben und in Fesseln liegt. Und wir erkennen die Primogen der Toreador, die diese, ja, die neben dieser Gestalt steht. Und die Gestalt selber wird noch von ihrem Freund gehalten, dem etwas hochwertig geschminkten und auffällig geschminkten Mann, den ihr auch schon kennt. Dessen Namen ihr, glaube ich, noch gar nicht. Und ja, wir können als Zuschauer nicht direkt hören, was da gesprochen wird, aber man merkt ganz eindeutig, dass Sabra und Amanda nicht, die Ellen? Ellen, genau. Ellen Skillman. Dass Sabra und Ellen sich ja, zu streiten scheinen. Und ja. Der Gepflockte wird auf den Boden gelegt und auf einen ja, eine ziemlich drohende Geste von Amanda hin beginnt dann Ellen, dem etwas zu sehr geschminkten Menschen oder Vampir. Es war ein Vampir. Hattet ihr ja schon rausgefunden. Befiehlt ihm zu bodeln mit einer Schippe. Und er beginnt zu graben. Und das dauert. Und dauert. Und dauert. Den Rest der Nacht, während die anderen
genüsslich dabei zusehen. Und ja, als die letzten Meter noch nicht ganz zu Icea geschlossen sind, klettert der Toreador wieder die Leiter hoch, zieht die Leiter hinter sich hoch. Und wir hören, dass Sabra spricht dann zu Ellen, wie vereinbart. Pflicht ist Pflicht. Und zähneknirschend mit einem ganz grimmigen Gesichtsausdruck zieht Ellen persönlich den Gepflockten nach oben. Seine Hand so am Schlawittchen mehr oder weniger so nach oben. Und fährt ihn mit den spitzen Fingernägeln, die sie hat, einmal so über die Halsschlagader. Da anfängt zu bluten. Und schubst ihn danach in das Loch. 10 Meter tief. Was wiederum das Tier, was dort unten jetzt nur noch unter einer hauchdünnen Erdschicht auf Blut wartet, auf den Plan ruft. Und mit einem Knirschen, einem Reißen bewegen sich langsam die Hände von Isaiah, die schon halb fast aus dem Erdreich rausragen, reißen die letzten bisschen Erde von ihm runter und greifen nach diesem Mann, der da fast auf ihn draufgefallen ist. Und anstatt, dass er sich zu ihm bewegt, reißt er ihn quasi zu sich runter, schlägt seine Zähne in seinen Hals und fängt an zu trinken und zu trinken und zu trinken und hört gar nicht mehr auf. Sehr trinkt. Und das Erste, was Isaiah jetzt würfeln muss, weil das jetzt ganz mit Würfeln einmal ein bisschen spieltechnisch unterlegt werden müsste, wäre ein Wurf auf Strength und Resolve. Schwierigkeit 3. Ich habe eine Frage. Kann ich dafür jetzt jedes Mal Rouse-Checks würfeln? Oder? Das ist ein Rouse-Check-Würfel. Ah, alles. Getrunken, dein Hunger ist jetzt auf null. Zum Glück. Erhöht sich auch nicht. Okay. Ja, das sind 4, 5, 6 Erfolge. Ja. Ohne Probleme geschafft. Yay! Ja. Dann verlierst Isaiah einen Punkt Menschlichkeit. Yes! Permanent. It is gone. So, und jetzt bitte einen Wurf auf Humanität. Und deine Blood Potency. Das sind 6 Erfolge. 6 Erfolge, okay. Schau ich mal. 7. 9 Würfel dagegen. So. 1, 2, 3, 4, 5 Erfolge nur. Heißt, Isaiah gewinnt auch dieses. Und zwar hattest du 6 und er 5. Ja. Das heißt, du bekommst 5 Erfahrungspunkte. Okay. Und du kannst damit Blood Potency erhöhen, wenn du möchtest.
Ja. Was kostet mich das an Erfahrungspunkten? Ich das glaube, das ist nicht vor. Müssen wir ja nachher noch sehen. So, Generationen beide gleich. Okay. Und dann haben wir das Spieltechnische schon mal hinter uns gebracht. Und für denjenigen, der es sehen könnte, ziehen sich nun dicke, schwarze Linien durch die Aura von Isaiah hindurch. Und Isaiahs ja, Kopf und das Tier hat ja noch gerade, hat es ja getrunken und hat den Blutdurst stillen wollen. Und Isaiah hatte, also der Isaiah, den wir kennen, hatte keinerlei Kontrolle über das, was da passiert. Und das Erste, als der Geist von Isaiah sich wieder an die Oberfläche wühlt, sind Sinneseindrücke, die nicht das sind, was die Umgebung wahrnimmt, sondern du hast das Gefühl, wenn du nach oben siehst, irgendwie, du siehst diesen 10-Meter-Schacht nach oben, den Mond und die Sterne, die irgendwie oben sind, diese paar Gesichter, die zu dir runterschauen. Aber das juckt dich momentan gar nicht. Du siehst so einen Eindruck von, ja, Muse vielleicht. Du hast das Gefühl, du warst nie sonderlich musikalisch. Das hat dich eigentlich nie interessiert. Musik ist für, ja, gibt's auch. Eine nette Ablenkung. Aber du hast so das Gefühl, deine Finger bewegen sich filigraner. Du hast auf einmal so ein Gefühl dafür, dass die Geräusche um dich herum viel intensiver wahrnimmst. Du meinst, Erinnerungsfetzen in deinem Kopf aufflammen zu sehen von einem Busunglück oder so etwas. Du siehst schreiende Leute um sich herum. Du meinst Ronans Gesicht zu sehen, du meinst Jellys Gesicht zu sehen vor deinem geistigen Auge. Und dann siehst du vor deinem geistigen Auge, wie hunderte Menschen dir zujubeln und irgendetwas zu dir rufen und im Rhythmus klatschen und du dich quasi darin badest und das Ganze aufsaugst und irgendwie erst ein ganz gutes Gefühl gibt, gerade für Isaiah, der nach Macht strebt, vielleicht gerade ein unglaublich gutes Gefühl, aber es ist irgendwie sowas anderes als das, was er sonst so kennt. Es ist irgendwie anders. Und dann kämpft er sich ganz an die Oberfläche des Bewusstseins wieder zurück. Ist völlig, ja, von diesen Eindrücken überwältigt. Es ist so, als hätte jemand Zweites, irgendwie eine zweite Erinnerungswelle, irgendwie, als wäre eine zweite Person in dir drin, die du mit einem Schlag mit dem Handrücken in das Niedere deines Unterbewusstseins zurückklatscht. Geh weg, das ist mein Ziel. Wenn du möchtest, kannst du mir die Stiefel lecken. Und irgendwo kommt so ein Name in deinen Kopf. Diego. Aber das ist nicht mehr wichtig. Und dann spürst du die Asche in deinem Mund. Denn der Körper, den du gerade ausgetrunken hast, Asche zerfallen. Und über dir wirst du klatschen. Im gleichen Rhythmus wie diese Erinnerung. Vermeintlich. Also er bleibt einen Moment. Genauso liegen im Grunde genommen nur zwei Arme und ein Maul. Der Rest ist quasi noch begraben. Dann nimmt er, nachdem er einen Rouse-Check gemacht hat, einen tiefen Zug
frischer Nachtluft, atmet tief durch. Frischer Grabesluft. Setzt sich dann völlig ohne irgendwelche Schwierigkeiten auf, steht auf, guckt nach oben durch das Loch auf dem Mond, guckt nach unten auf die Asche, die da unter ihm liegt, räuspert sich einmal und spuckt dann so ein Fetzen, so ein Blutasche-Gemisch auf die Asche und sagt Danke. Und dann fängt er an und klettert hoch. Du bist halt noch in diesem 10-Meter-Loch drin und siehst halt oben Alan und Sabra und diesen merkwürdig auffällig geschminkten, fast schon clownsartig geschminkten Mann. Und Amanda, die du ja auch kennst. Und Sabra hat geklatscht. Hervorragend, ja. So gut gemacht, Isaiah. Los, los, holt ihm die Leiter, holt ihm die Leiter. Ja, Isaiah klettert die Leiter hoch und schaut dann nach und nach um, wer da quasi um ihn herum steht. Die gerade beschriebenen Personen. Ja. Und Alan schaut so total angewidert auf dich. Und dann eigentlich zwischen dir und Sabra einmal hin und her. Hat so noch einen fetzen, dreckigen Anzug an und zieht den so zurück und schaut auf seine Uhr, schüttelt so zweimal, die geht nicht mehr. Mhm. Wann sind wir hier? Welcher Tag? Wie lange war ich weg? Ja, man sagt dir, es ist der 30. Dezember. Du warst 2,5 Wochen weg. Fast 3 Wochen. Ich war fest davon ausgegangen, dass mein Leben vorbei ist. Man soll nie, nie sagen. Und ich konnte, als ich davon erfahren habe, was dir widerfahren ist, mein Guter, doch nicht zulassen, dass man solches Talent verschwendet. Die nackte Erde. Sabra kommt zu dir hin und klopft dir so ein bisschen den Staub von den Schultern. Fährt dir so durch die Haare, die ja irgendwie auch mit Staub zersetzt sind. Macht so ein bisschen so den Oma-Sachen so an der Wange lang und so. Das hilft halt null, weil er einfach quasi wochenlang im Dreck lag. Ja. Und also er bewegt sich gar nicht und hat immer noch die Faust so geballt, so fest, dass langsam seine Handfläche Blut runterfließt. Es hat sich viel getan in der Stadt, seit du weg warst, Isaiah. Wir sind nun in der Macht. Das ist gut. Und dem habe ich mein flaches Grab zu verdanken. Ich denke, der alten Restriktion dieser Stadt. Und wie ich das aus den Akten entnommen habe, warst du ein unartiger kleiner Isaiah gewesen. Das muss ich ja zugeben. Ron hat sich darum gekümmert. Vermutlich. Nicht gut genug. Und als er flüstert zu sich, ist nicht gut genug. Und man sieht, wie er sich wieder gerade hinstellt. Hier lässt die Arme wieder so an sich runterfallen. Wer war das? Jemand, der es verdient hatte. Diego. Oh, ja. Ein Musiker.
richtig? Hm. Und also er atmet weiter tief diese Nachtluft ein. Alles fühlt sich ein bisschen anders an. Hm. Naja. Zumindest wissen wir jetzt, wer aus dem Primogenrat in Zukunft nicht mehr gegen mich stimmt, nicht wahr? Es wäre doch schlecht, wenn herauskommt, dass Clan Toreador seine eigenen Leute zu sowas hierher gibt. Und man sieht so diesen verbissenen, hassvollen Ausdruck von Alan, die irgendwie Sabra entgegenschmeißt. Und wir haben endlich wieder einen fähigen Ventru in der Stadt. Es ist mir eine unbeschreibliche Freude, dass wir gesiegt haben. Und ich danke euch für das große Geschenk. Hm. Und als sie die Hand so aussteigt, kniet Isaiah sich hin, nimmt die Hand und beißt so ganz, ganz oberflächlich, so kratzt so mit seinen Fingern, mit seinen Äxten so die obere Handkante an. Euer Diener. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich hätte auch eine, nun ja, naja, wir haben viel zu tun, aber ich denke, aufgrund der Ereignisse dieses Abends hast du einiges zu tun. Ja. Du, Alan, kannst gehen, wir sind hier fertig. Kusch, kusch, kusch. Und nimm deinen Clown mit. Und Alan guckt nochmal so verbissen und als dann Amanda halt irgendwie aber auch so einen verpiss dich Ausdruck macht, irgendwie dreht sie sich halt um und stöckelt durch den weichen Boden irgendwie so ein bisschen ungelenk irgendwie Richtung Friedhofsweg. Als Alan nochmal zurückguckt, sagt, es ist ja so ganz so gerade so hörbar, Toreador schmeckt nicht schlecht. Auch du erntest einen ernsten, aber ist man ja nicht hassvollen, eher so einen bemitleidenden Blick. Das registriert also ja gar nicht. Gut. Aber sie wartet kurz irgendwie. Wie wäre es, wenn wir uns ein bisschen frisch machen? Ich glaube, einige von uns, und ich spreche da nicht von Amanda, sind etwas nicht vorzeigbar. Also er guckt so an sich runter, es ist halt so halb vermodert alles, wie das halt so aussieht, was man so 3 Wochen unter der Erde hat liegen lassen. Mhm. Und sagt, schade, ich mochte diesen Anzug. Und reißt den dann quasi so mit einer Bewegung runter und lässt den einfach fallen. Wie meinen Chippendales. Genau. Ich habe noch das weiße Gewehr so mit der schwarzen Faust. Dann er reißt das so runter, komplett, hat dann quasi nur noch so ein Feinripp-Unterhemd an eigentlich und halt die alte Hose. Dann guckt er, sieht so aus, als würde er sich direkt umdrehen und gehen. Dann dreht er sich aber nochmal zurück und wühlt nochmal so durch diesen Haufen zerfetzte Klamotten und nimmt diese goldene Krawattennadel mit dem Löwenkopf, die er immer trägt, nimmt die und hält die so einen Moment in der Hand und steckt die in die Hosentasche. Ja, ihr fahrt mit einer Limousine zu dem Anwesen von Sabra. Und da kann sich Isaiah dann frisch machen. Man legt dir neue Maßanzüge heraus. Und
ja, die sind jetzt da nicht auf deinem Körpermaß genau irgendwie, aber es sind halt gute ja. Dinge. Edle Klamotten, wo auch immer Sabra die her hat. Und ja, dann erwartet sie dich irgendwie dann in diesem typischen mit prunkvollen Dinnerraum, wo ihr schon einige Male jetzt miteinander gesprochen habt. Mhm. Amanda ist nicht mehr zu sehen. Nimm nur Platz, Isaiah. Wir haben einiges zu besprechen und ich muss dich auf ein paar auf den neuesten Stand bringen. So ich bitte darum. Und man merkt jetzt langsam, wird Isaiah wieder flüssiger in seiner Sprache. Es ist jetzt nicht mehr so dieses Abgehackte, was er vorhin noch hatte. Langsam hat man wieder das Gefühl, er ist wieder der ein bisschen wieder wie der Alte. Ja, und er kommt sofort an den Tisch, setzt sich zu ihr und sagt, was habe ich verpasst? Nun, mit überwältigender Mehrheit bin ich dem Elysium gewählt worden. Die Kainiten dieser Stadt geben mir sie wollen eine Veränderung zum Besseren, natürlich für unseren Clan. Es gewohnt ist zu herrschen. Endlich ist diese Stadt wieder von einer in der Hand der Ventun aus dieser Hand dieser ekligen Toreador entschwunden. Ellen hat mit Pauken und Trompeten verloren. Wundervoll. Und naja, sie hat versucht, ein bisschen zu intrigieren in den ersten Wochen, aber ich denke, das haben wir jetzt unterbunden. Mit der Aktion heute Abend ein bisschen aus dem Weg geschafft. Ja. Mal sehen, ob sie die Warnung verstanden. Als er nickt und zieht dann so die Stirnfalten und sagt, was ist mit Angela und Sam und John und Andrew? Die Leute, mit denen ich hier angekommen bin. Diese Angela ist nun für die Brucher im Primogenrat. Sam ist das neue Sprachrohr meiner Herrschaft hier. Ich hatte eigentlich auch einen Posten für dich, aber du warst verschwunden. Ich war gezwungen, anderweitig zu planen. Man sieht, als er erwähnt, dass Sam jetzt die Harpie ist, entgleist ihm so ein bisschen das Gesicht und er kriegt so ein leicht dümmliches Grinsen. Sam. Ja, ein bisschen mussten wir Atlan Toreador zurückgeben und ich denke, Sam war nicht sonderlich stabil in dem Moment, wo ich sie gewählt habe. Und sie wird mir wohl dankbar sein für das, was sie hier machen darf und kann. Sie ist mit Sicherheit keine Freundin von Skillman. Von daher möglicherweise die beste Wahl. Deswegen ein Zugeständnis an Clan Toreador, was mir zugute kommt. Ein ohne Zweifel herausragender Schachzug. Dann wäre dann noch der neue Seneschall. Du hast sie erlebt, Amanda ist die neue Seneschall der Stadt. Ich habe sie bereits vorher einmal gesehen. Sie ich weiß es nicht mehr richtig. Ich muss doch ein bisschen durcheinander sein. Ich habe sie schon mal gesehen. Ja. Der alte Sheriff meinte, sich zurückziehen zu wollen. Mir nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Also musste ich einen neuen benennen. Und hier kommen wir zu einer vielleicht nicht ganz so angenehmen Sache für dich. Ich meine, diese Benennung war, bevor ich wusste, was er mit dir angestellt hat. Wer? Der Tremere Ronan ist der neue Sheriff der Stadt.
Ebenfalls ein Zugeständnis an Clan Temer, ohne damit die alten Strukturen zu stärken. Durchaus vernünftig. Man würde es nicht jemandem wie Veronica überantworten wollen. Richtig. Mal ganz davon abgesehen, dass Veronica das nicht angenommen hat. Und ohne Frage heißt das ja auch, halte deine Feinde näher als deine Freunde. Hm. Mein Kopf funktioniert noch nicht richtig. Ja. Weiter. Was noch? Ja, und dieser Andrew, von dem du sprachst, der ist wohl nicht mehr. Er hat für Verbrechen, die der Klüngel begangen hat, den Kopf lassen müssen auf dem Elysium. Meine erste Amtshandlung. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich musste Härte zeigen, um zu zeigen, dass die Ordnung in dieser Stadt immer noch größte Priorität hat. Wenn das mal gut geht. Versteht mich nicht falsch. Ich kann das nachvollziehen. Aber die Tatsache, dass ihr Sam nun Macht gegeben habt, gleichzeitig den ihr wichtigsten, ihr wichtigstes Mitwesen dem letzten Ende überantwortet habt, ist schwierig. Hm. Nehmt euch vor eure Harpie in Acht. Das. Ja. Es wird nicht leichter. Wann ist das Unleben schon mal leicht, Isaiah? Ja. Es ist ein Kampf. Apie ist auch noch kein wirklich wichtiger Posten. Hm. Wohl mit Einfluss, aber ich denke, Sam weiß genau, was sie wem zu verdanken hat in dieser Stadt. Und wenn ich nicht richtig informiert worden bin, dann war das Verhältnis zwischen Andrew und Samantha nicht das Beste. Ich würde es nicht überschätzen. Ich würde es nicht unterschätzen. Na, natürlich. Auch andere waren. Andrew war der älteste von diesem Klüngel und ein Anführer für diese. Auch seine älteren Klüngelsbrüder sind nun gefährlich. John, ihr habt ihn kennengelernt. Und der fette Nosferatu. Beide hochgefährlich. Beide Andrew in über Jahrzehnte verbunden. Nun? Andrews Tod könnte ein Katalysator für viele der Dinge sein, die noch kommen. Das macht die ganze Sache natürlich etwas spannender. Allerdings habe ich von diesem John und diesem anderen Nosferatu seit dem Elysium nichts mehr gehört oder gesehen. Sie scheinen sich bedeckt zu halten. Die nächste wichtige Sache, die du wissen solltest, ist, dass die Gangrel ebenfalls wieder einen primogenen Platz bekommen haben in der Stadt. Es ist wie Sodom und Gomorra hier. Nun, die Alternative wäre gewesen, den Anarchen ein großes Territorium zuzugestehen. Das ist natürlich untragbar. Mit diesem Schachzug haben wir es geschafft, dass fast alle Gangrel sich dazu entschlossen haben, in den Schoß der Camarilla zurückzukehren. Das ist doch alles, was sie jemals brauchten. Hm. Ja, gut. Ja. Die Anarchen sind zwar noch vorhanden und ich habe ihnen ein Gebiet in der Wüste zugestanden, wo nichts ist, außer ein paar Ruinen und ein paar Weiden, Viehweiden.
sollen sie sich am Vieh glücklich tun. Generell ja. habe ich betont, dass wir offen sind für eine Kommunikation. Allerdings der Respekt vor der Camarilla ist alles, was zählt. Absolut. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Ja. Dadurch, dass wir den Gangrel und den Brucher wieder Ratsplätze zugesichert haben. Nun, Brucher sind keine übergetreten, außer dieser Angela. Aber die Gangrel sind durchaus dankbar gewesen. Sehr gut. Wer von den... Ist Bruce zugetreten? Er hat es nicht somit. Ja, sein Sire ist, glaube ich, der neue Primogen. Oh, wow. Das ist interessant. Sie hatte wohl eine Rechnung offen mit Clan Tremere. Ja, nachvollziehbar. Hier sind schlimme Dinge widerfahren, nicht wahr? Ja. Das ist richtig. Und wenn sie diese Dinge aus der Welt schaffen will, hält sie uns Guerrero vom Hals. Ja, gut. Ja. Ich muss sagen, der neue Zustand gefällt mir. Das ist gut. Die letzte Sache noch, die etwas delikater ist. Unser Clan ist schwach in dieser Stadt, außer uns beiden und diesem John, diesem herbeitragenden, hemdtragenden Schandfleck unseres Clans. Ja. Befindet sich kein weiterer Venture in dieser Stadt. Ich habe dafür gesorgt, dass wir in dieser Stadt ein bisschen einen Anziehungspunkt bekommen für Neulinge. Vielleicht fänden sich einige der Venture. Wir müssten mal mit Sam reden, dass der neue Club, der geschaffen werden soll, auch äußerst exquisit ist, damit nicht nur Brucher und Gangrel angelockt werden. Mhm. Ja, sehr gut. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, neue... Die Schaffung eines Menschen zu schaffen. Genau. Und da ich denke, es würde zu sehr Aufsehen erregen, wenn ich mich jetzt um diese Sache kümmere, nun, es bleibt mir noch ein Venture, dem ich vertraue, übrig. Also ich es nach mir geht, hast du die ausdrückliche Erlaubnis, als einziger Vampir in dieser Stadt einen Nachkommen zu zeugen. Und es ist wieder so ein Moment, wo Isaias Gesicht so leicht entgleist und er sein zähnebleckendes Grinsen fast schon, selbst dass das für ihn völlig atypisch früher gewesen wäre, zeigt. Und er sagt, ja, das ist gut. Mehr sind stärker. Ja, ich werde jemanden finden, der es wert ist. Gut. Ich denke... Dann hast du eben so, du hattest ja noch diese Liste mit den Kandidaten der Ghule, vielleicht wählen wir davon. Oder du suchst dich sonst jemanden. Ja. Ich denke, er schaut sich einmal so in dem Raum um. Diese Stadt steht nun nach allen Maßstäben unter der Kontrolle der Ventru. Ja. Ich werde den Vollzug, den meiner letzten Aufgabe an meine Erschafferin melden. Oh, du hattest eine Aufgabe hier? Den Clan Venture wieder erstarken lassen. Wie schön, dass das geklappt hat, nicht wahr? Manchmal kann ich mir gar nicht erklären, wie gut ich funktioniere. Du kannst dir ja zurückmelden, dass ich mich hervorragend um dich kümmere. Absolut. Und da ich ja bis auf Weiteres sowieso nicht diese Stadt verlassen kann. Und ich bezweifle, dass Miss Noble große Lust hat, sich hier einzunisten, werde ich mich von nun als frei betrachten.
und nur noch euch verbunden. Okay. Fein, fein. Nun, dann müssen wir nur noch dafür sorgen, dass du ein angemessenes Territorium zugesprochen bekommst. Diese Absteige da in den äußeren Quartieren ist ja nun nicht nur nicht repräsentativ. Davon, da stimme ich absolut zu. Gut, dann müssen wir das ein bisschen... Ich muss ein paar Territorien eh neu verteilen. Ich denke, etwas Gehobeneres würde dir gut zu Gesicht stehen. Ja. Vielleicht will ich dich ja auch mal besuchen kommen. Natürlich, und es wäre unmöglich, euch in diese... in diesen Vorort zu beordern, unmöglich. Gut, dann habt ihr eine neue Aufgabe mit der Schaffung und Stärkung unseres Clans und die zweite wäre dann, den vorhandenen Clansbruder, diesen Schandfleck. Nun, ich mag es nicht, wenn Leute unter meinen Augen verschwinden und nicht kontrolliert werden können. Wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich. Ich finde ihn. Hervorragend. Dann bring ihn zu mir und wir finden irgendeine Sache, die er verkehrt gemacht hat und dann soll Ronan sich um ihn kümmern. Ja, ja. Gut. Oder, ja. Ja. Das ist gut. Ich denke, auch John hat sich bei einigen Bekannten unbeliebt gemacht. Ist das so? Oh ja. Da beispielsweise bei eurer neuen Harpie. Wenn alle nach ihm suchen, das ist doch eine Sache. Wie heißt es so schön? Eine schöne neue Welt. Und dann steht es ja völlig ungefragt auf, verneigt sich so nur ganz kurz und knapp aus der Hüfte und sagt: Auf bald. Und dreht sich um. Bye, bye. Bis hier. Ja. Bruce ist zurückgefahren nach Hause. Zurückgelaufen, nachdem er erstmal gekotzt hat. also der Spieler. Ja, er ist dahin gelaufen. Ja, alles gut. Okay, so swag. Ja, Bruce würde dann vermutlich erstmal würde ich nach Hause wieder gehen, also in seine Wohnung, schauen, ob da Anna ist. Währenddessen natürlich immer mal wieder so die Augen offen halten und gucken, ob ihr nicht doch jemand verfolgt hat von da. Weil ja, dann macht doch Wits Awareness. Natürlich. Das ist ja gar nicht mal so viel. Trotzdem. Zwei Erfolge. Bruce hat den Eindruck, also bis auf diese Vögel, die hier überall rumlungern, hat dich keiner verfolgt. Obwohl, so richtig verfolgt haben sie dich auch nicht. Gucken halt immer. Wenn ich... Das sind die auffälligen, unauffälligen Vögel. Ja, ich sag mal, wenn sich die Gelegenheit bietet, würde er auch noch mal was trinken gehen. Bruce Bodeschema ist ja da ja, ziemlich simpel. Er sucht ja immer noch irgendwelche Betrunkenen, die irgendwo in der Ecke liegen. Und mach doch mal einen Test auf deinen, also deinen Hunting-Wurf. Das ist... Der müsste rechts... unten auf der ersten Seite stehen bei dir. Was hast du von Hunting? Hunting? Interessant, da steht gerade dabei. Ich glaube, Strength und Brawl war das. Ist denn für ein Hunting-Type? Ich war ja mal konzipiert als Farmer eigentlich. Das hat sich ja dann irgendwie jedoch geändert. Farmer wäre Composure und Animal Ken. Ah, ja gut. Jo. Das geht noch hin. Zwei Erfolge. Zwei Erfolge.
In der Gegend, in der Bruce sich jetzt gerade aufhält. Mal kurz gucken auf meine Tabelle. Nein. Ist diese scheiß Tabelle. Da, Hunting Ground. Ja, reicht. Okay. Würde dann. Ich bin gerade auf Hunger 3, also. Mhm. Je nachdem, wer da vor mir ist, 2 Punkte trinken. Ja. Und ja, wie gesagt, dann nach Hause gehen. Mhm. Ja, wenn du nach Hause gehst, kannst du von außen sehen, dass durch das Fenster irgendwie so das Flimmern des Fernsehers zu sehen ist. Ja, dann gehe ich mal rein. Da sitzt Anna mit überschränkten Beinen, irgendwie so auf dem Tisch überschränkt, also die Beine so auf den Tisch hochgelegt, auf der Couch so zurückgelehnt und schaut gerade Fernsehen. Sie bildet sich. Es läuft Football. Sehr gut, ich liebe meine Frau. Ja, sie wird halt sehen, dass Bruce halt voller Erde ist. Und voller Dreck. Der hat sich auch nicht abgemacht. Ich hab's gefunden. Was? Wie? Mach eben aus. Was ist passiert? Ich schließe die Tür hinter mir. Ich hab diesen Eingang gefunden. Diese Mine. Mine? Was für eine Mine? Die von der Jelly erzählt hat, in der Bar. Das Foto. Ja. Aus der Zeitung. Ich hab's gefunden. Hier auf der Karte. Und ich kram aus meiner Jacke so diese Karte aus, die mir Henry gegeben hat. Dann, da ist sie. Ach, Bruce. Hätte ich dir auch zeigen können. Du wusstest davon? Ja. Wusstest du auch, dass der Pnava draußen war? Nein. Hab ihn gehört oder gesehen. Er war da mit zwei anderen, zwei von den Bruha, die vor dem Elysium waren. Sie haben geredet, ich habe sie nur ganz kurz belauschen können, weil ich war mir nicht sicher, ob sie mich gehört hatten. Und das hat passt, sie irgendwas die Anarchen wohnen da in dieser Mine. Ich hab nicht viel hören können, nur dass er sie gefragt hat, ob er da jagen könnte oder trinken könnte, irgendwie sowas. Und dann wurde es ein bisschen hitziger. Ich bin erstmal ein paar Schritte weggegangen. Dann habe ich irgendwas gehört, was ich glaube ein Kampf war, und auf einmal waren alle weg. Weg? Was meinst du mit weg? Ich bin hingegangen. Keine Spur von ihnen. Keine Fußspur, nichts. Nur dieser Duft. Sucher können Blut. Dich einfach in Luft auflösen. Sie waren weg. Keine Spuren, keine Kleidung. Sicher, dass es Sucher waren? Es roch nur nach Blut. Und von den dreien, die ich da gesehen habe, führte nur eine Spur zurück zu der Mine. Merkwürdig. Und den Pnava? Ich glaube, das waren seine Spuren. Was ist unten in der Mine? Ist das einfach nur ein Versteck von euch oder ist da noch was? Da gibt es Wohnhöhlen. Ich weiß nicht, was er da jetzt genau wollte. Ich habe es nicht hören können, aber die beiden schienen auch nicht sehr angetan von ihm zu sein. Wer ist das schon von dem Schnösel? Er wird sie umgebracht haben, vermutlich. Und ich war nicht da. Die können nicht einfach weg sein, hast du recht. Aber es war nichts da. Keine Spur, kein gar nichts. War nur dieser Duft in der Luft. Es roch ganz, ganz fein nach Blut.
Ich weiß nicht, ob du das hier mal hattest, aber es gab keine Spur, keinen Tropfen auf dem Boden, kein gar nichts. Sehr eigenartig. Vielleicht sollten wir das melden. Allerdings, ich glaube nicht, dass es irgendeinen interessiert, wenn ein paar Anarchen verschwunden sind. Es ist trotzdem interessant. Ich wollte zu Ronan gehen und ihn suchen. Immerhin ist er jetzt Sheriff hier. Richtig. Wird interessant herauszufinden, ob ihn das überhaupt... Also wie er reagiert. Also wenn er sich um die Anarchen kümmert, dann ist es... Ist er wohl ein guter Sheriff. Ich werde ihn suchen, dass Despel keine Ruhe. Aber du, Bruce, kannst, sei vorsichtig, wenn du beschuldigst. Ich... Ohne Beweise. Ich sag nur das, was ich gesehen und gehört habe. Bin ganz ehrlich, wie immer. Vielleicht lässt du den Namen erstmal weg. Nur um sicher zu gehen. Und falls Ronan was rauskriegt, kannst du dich immer noch auf einmal wieder dran erinnern, dass es Planava war. Überlass ihn das selber rauskriegen. Anlügen, ja. Kann ich machen, klar. Pass auf, wenn er Planava konfrontiert und da läuft irgendwas oder so und dann fällt das auf dich zurück, du bist zur Zielscheibe. Okay. Ja, verstehe ich. Okay. Ich sag nichts, ich sag keinen Namen. Oder, erstmal, ich habe drei Leute gesehen. Oder du sagst ihn, bist ehrlich und wir hauen ihm ein paar aufs Maul. Das vielleicht eher, ja. Das kriege ich noch eher hin, aber eigentlich eher nicht. Ich mag ihn eigentlich noch. Planava? Ist einer der Nein, Ronan. Ach so, Planava auf die Fresse. Ja, das ist auf jeden Fall. Das habe ich sowieso vor. Oh, ja, das will ich sehen. Ich auch. Unbedingt. Aber das stimmt mir noch nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber kommen wir zu was anderem. Warum läufst du durch die Wildnis ohne mich? Es war früher Morgen und ich wollte die untergehende Sonne mitkriegen. Ich hatte da eine Idee. Ich bin schon ein bisschen länger hier und ich wusste, Jelly sagt ja irgendwas von irgendwelchen Bienenschächten. Da kam mir die Idee, dass er in der Wüste überall Gefiech rumrennt um die Zeit oder rumkreucht, was des Tags rauskommt, des Nachts wieder in vielen Spalten verschwindet. Und ich dachte, vielleicht findet sich irgendeine Schlange, die sich in ihre Spalte zurückzieht. Und ich könnte sie mal verfolgen. So Minenschächte sind da ja echt begehrt. Ich wusste gar nicht, dass du so viel Enthusiasmus an den Tag legst. Naja, ich würde ja schon gerne, also wenn es um die absolute Freiheit hier geht, und ich bin ganz ehrlich, ich will auch mal über den Canyon hinaus, kann man schon mal Enthusiasmus zeigen. Immer geht es auch um unsere Freiheit. Und das eigentliche Problem ist, echt, dass wir hier nicht rauskommen. Irgendwann wird es da knallen. So eine Frage der Zeit. Und, naja, das loszuwerden ist auch nicht mein Hauptziel. Ich finde diesen Gedanken pervers, unter so einer Glocke zu leben. Wir sind ja nicht bei Another Dome. Sicher. Also, ich würde mich aufmachen zu Ronan. Kannst mitkommen, oder? Wollte ich gerade fragen, ob ich mitkommen soll. Klar, kannst du gerne machen. Wobei, wer spielt denn gerade? Ich schaue es auf den Fernseher. Ach, nicht wichtig. Ja, ist eh scheiße. Komm mit, wenn du willst. Ich will keine Zeit verlieren. Alles Stümper. Mach den Fernseher aus. Früher waren sie alle besser. Dann gehen wir einen Tremere besuchen. Yippie! Er ist nur der okay Tremere. Ich meine, halt ja mal Pnava und ihn, also jetzt nicht wie Tag und Nacht, aber vielleicht wie Morgen und Abend oder so. Ich weiß auch nicht. Dafür kenne ich beide zu wenig. Also Pnava noch eher, aber Ronan kenne ich kaum. Er ist ganz okay. Und wenn er jetzt Sheriff ist? Weiß ich nicht. Mal gucken. Es interessiert mich, wie er jetzt tickt.
wie er jetzt, ja, seitdem er Sheriff ist, ja, noch mehr eigentlich. Wobei vorher war er echt voll okay. Nicht das übliche Vampir-Arschloch, was hier sonst überall rumläuft. Woher willst du das denn wissen? Naja, wissen gar nichts, nein. Weißt du, einige von uns sind so alt und haben das so in ihrem Blut, dass sie dir alles Mögliche vorgaukeln können. Wo wir bei einem Thema sind, worüber wir nochmal reden müssen. Wie war das mit diesen Blutsbanden? Zieh so eine Bravo hoch. Was willst du wissen? Tippelt so zum Türrahmen. Später. Ich will es erst zu Ron. Wie möchtest du? Oder wir klären es auf dem Weg. Oder das. Wobei jetzt, komm, schnell, zieh dich an. Ich will los. Na gut. Ja. Bruce auf dem Weg zu Ronan. Isaiah auf dem Weg nach Hause. Oder wohin? Ja, korrekt. Isaiah auf dem Weg nach Hause. Also so sein bald nicht mehr zu Hause. Sam und Ronan. Und vor allen Dingen auch dahin unterwegs, wo Angela und Co. ja immer noch leben, sag ich mal. Mhm. Ja. Und Ronan und Sam immer noch in dem verlassenen Gebäude. Im Club, ja. Mhm. Noch ist es ja kein Club. Naja, wir hatten ja gequatscht und vermutlich würde Ronan sich langsam dann vermutlich auf den Weg machen. Er muss ja das Konzept erstmal ausarbeiten und würde dann, er wollte ja Bruce dann von sich aus anrufen. Mhm. Dann klingelt irgendwann das Telefon von Bruce. Er ist gemutet, der Bruce. Ja, natürlich. Sie dann, also wird dann auch sofort rangehen. Gerade wenn er sieht, dass das Ronan ist. Ronan, gut, dass du anrufst. Wo bist du? Ich sitze auf meinem Arsch im Büro. Gut, bleib da. Bin gleich da. Yay. Boah, 4 Stunden machen schon der erste Einsatz. Ja, wenn Isaiah zurückfährt zu dem Gebäude, was du das erkennt, in diesem alten Industriegebäude. Yes. Ja. Findest du da eigentlich alle Türen offen? Aber keine Vampirenseele da. Dann Angela noch irgendjemand anders. Weiß nicht, ich weiß ja gar nicht, dass Sam sich Lust gesagt hat. Ne? Ich gehe davon aus, dass sie immer noch hier lebt. Also er geht quasi so ein paar Meter in das Gebäude rein, schaut sich um, klopft, ruft auch einmal so, hey, ist jemand hier? Und nachdem sich niemand meldet, zuckt er die Schultern, geht wieder raus. Und als er dann auf der Straße steht, denkt er sich, ja, okay, dann die Liste weiter runter und ruft sich ein Taxi und lässt sich zum Büro von Ronan fahren. Hey, ich muss mit dem neuen Sheriff reden. Und während wartet, dass ein Taxi vorbeifährt, dreht er sich zu so einem Schaufenster, das da in der Nähe ist, guckt so ein Spiegelbild an, streicht so den Anzug glatt und denkt, wühlt dann in seinen Taschen, wühlt diesen goldenen Pin mit dem Löwenkopf raus, diese Krawattennadel, und steckt die Krawattennadel wieder an seine Krawatte.
Und na, schwarz ist nicht meine Farbe. Ich brauche wieder eine blaue. Und setze sich dann in das Taxi. Und während der Taxifahrer halt losfährt in Richtung von Rons Büro, fragt er den Taxifahrer, tippt ihm auf die Schulter und sagt, entschuldigen Sie, kennen Sie einen Laden für Musikinstrumente in der Stadt? Oh, sicher. Sie hat aber jetzt schon zu. Ja, sicher. Ich wollte die Tage mal vorbeigehen. Ich wollte mir eine Gitarre kaufen. Mhm. Ja. Nennt ihr eine Adresse. Ja, schreibt also er sich auf. Danke. Bleibt Sam in ihrem Club oder wird sie Ronan begleitet? Ja, ich denke mal. Dann können wir ein paar Pläne zeichnen schon mal. Gut, dann würfelt doch mal Bruce und Isaiah bei den W10 und wir gucken mal, wer zuerst bei Ronan ankommt. Das ist Bruce, Nummer 4. Isaiah mit einer 8, jetzt mit anderer Würfelfarbe, weil er wurde sich ja beschwert. Genau. Zu Recht übrigens. Ja, mehr Culpa. Das heißt, Isaiah kommt zuerst an. Sehr gut. Isaiah geht einfach zum Büro und klopft an der Tür. Ja, drinnen brennt dann ja auf jeden Fall Licht. Ne? Dann gibt es so ein, was man bei dieser ziemlich ranzigen Tür gar nicht erwartet hätte, hört man so das Summen. Ich würde mich in dein Schlafzimmer verziehen. Klar. So. Das gibt nachher Rückschlüsse. Oh. Ich habe hier so ein Haar gefunden. Das Summen einer Kamera, und zwar einer topmodernen Kamera, die dann so auf den so von oben runtergeht. Ja, sieht da steht sehr sehr da. Ach du Scheiße! Der dann so den Kopf hebt und so die Hand so grüßend. Hey. Also vielleicht hört es ihm das auch, dieses so. Ach du Scheiße! und du siehst wieder, wie also ja so dieses gesichtsentgleisende, vollzahnige Grinsen kriegt, das er vorher nie hatte. Sam Isaiah ist da. Okay. Hey Ronan. Also Ronan geht. Lass mal die Toreador vorschicken. Wenn es Isaiah ist, würde ich wieder ins Büro rüberkommen. So an die Schreibtisch. Also Ronan zeigt dir so auf dem Bildschirm, den er da hat. Also, hast du noch eine zweite Knarre irgendwo? Ich ungerechtfertigt, verstehe das gar nicht. Noch keine bestellt. Ich muss mal Jimmy anrufen. Greift dann so in die Schublade, nimmt die schwere Desert Eagle raus, lädt die durch. Ich weiß nicht, wie gut die Tür so geräuschisoliert. Höre ich das? Die ist tatsächlich ziemlich gut isoliert, das ist ja der Trick. Mach mal Wits Awareness. Aber man kann natürlich vor allem den Schrei vermutlich ja. Der Sheriff versteckt sich hinter der Harpie. Jawohl, genau so ist es. Die neuen Zustände hier. Ein Erfolg, da wirst du nichts hören. Nee. Dann gibt es ein Zzzz, als die Tür dann aufspringt. Ja. Also er schiebt sich so mit den Händen in der Hosentasche quasi durch die Tür und schaut dann erst Ronan an und schaut dann zu Sam rüber und sagt, 2 auf einen Schlag. Hi. Also Ronan sitzt da, die eine Hand so frei, der Hut liegt auf dem Tisch und die andere Hand ist unter dem Hut. Und man hört so leise ein Klack.
Sam sitzt auf dem Sessel, die Beine übereinander geschlagen. Ach, sieh an, der verlorene Sohn kehrt zurück. Und auf Azeas Gesicht breitet sich wieder so dieses grenzdebile, breite Grinsen aus. Und Ronan, du bist ein Tremere, kein Zauberer. Warum hast du denn eine Kanone unter einem Hut? Das sieht albern aus. Weil man Größe besser versteckt als sehr. Nein, nein. Ja. Aber das trifft sich gut. Ich wollte der neuen Harpie und dem neuen Sheriff meine Aufwartung machen. Es ist schön, euch kennenzulernen in eurer neuen Funktion. Nimmt den Hut, setzt den auf, klock, entsichert die Waffe wieder. Du hättest deine Einladung zu einem Gespräch schon noch bekommen. Setz dich doch. Einladung zu einem Gespräch. Wisst ihr eigentlich, was mit mir passiert ist? Nein, ich habe dich ehrlich gesagt schon vermisst. Du warst nicht auf dem Elysium, ja. Oh, Ron, du bist der schlechteste Lügner, der mir jemals untergekommen ist. Das mag sein. Ja, mit Sicherheit bei den Lügner, die du vermutlich kennst. Ist noch ein Sessel oder sowas da, wo man sich hinsetzen kann? In dem Moment also kommt Bruce an vorne drauf. Setzt sich unaufgefordert in den Sessel. Ja, Bruce würde sich erstmal nicht zu erkennen geben, wenn er, also steht die Tür noch offen? Weil nee, die geht sofort wieder zu. Ja, dann Oh, Gottes Willen. Das ist ja heute ein Bahnhof hier. Dabei wollte ich doch nur... Ja, es ist wunderschön. Ja. Kaum bist du der Sheriff, geht's bei dir zu wie im Taubenschlag. Er dreht mal den Bildschirm rum. Ja, Bruce schaut so, also das ist ein ziemlich großer Typ, ich weiß nicht, wie hoch die hängen, schaut wirklich so in die Kamera und toucht dann so da dran. Hallo. Aufmachen. Hat er jetzt auf die Kamera getoucht? Jetzt lass ihn schon rein. Pum! Aufgetreten. What? Ja, so, ist wichtig. Was macht der hier? Herzlich willkommen im Taubenschlag. Bruce, gute Seele. Balsam für meine toten Augen. Ach, halt die Fresse. Ja. Ich jetzt Ron hin. Es ist wirklich wichtig. Ist das was Offizielles? Sondern so, ich habe was zu melden. Ist einer auch da? Es wird vermutlich hinter ihm sein. Ja. Also er ignoriert Bruce und auch Ron und steht auf und geht zu Anna, reicht ihr die Hand und sagt: Willkommen bei der Camarilla. Es ist schön, dass du bei uns bist. Ich deute in Würgen hinter Isaias Rücken. Ich habe ja eh keinen Respekt. Anna schaut über Isaias Rücken vorbei zu Ronan. Ronan. Also Anna. Anna! Hast du eine mein Spucktüte? Beliebtester Primogen. Mein beliebtester Primogen. Hör auf zu schleimen, Andrew. Also er kriegt wieder dieses debile, vollzahnige Grinsen auf dem Gesicht. Sozusagen. Eine Familie. Und setzt sich wieder auf den Sessel. Du weißt, was das ist. Und als ihm das so hinterher flaumt, fängt er wirklich an, so richtig bauchig zu lachen. So. Ronan setzt sich dann tatsächlich entgegen seiner sonstigen Gewohnheit vollkommen kerzengerade hin, legt ein Notizbuch auf den Tisch, legt einen Stift daneben. Sam, mach mal Wits Inside. Oh oh. Sam ist glaube ich, die Isaiah am besten kennt von euch. Das stimmt auf jeden Fall. Ja.
Willst du das mit mir alleine besprechen, Bruce? Wäre ganz gut. Ich kann dir zwei Erfolge anbieten. Jetzt muss Isaiah entscheiden, ob das ausreicht, dass sie merkt, dass da irgendwas falsch ist. Oder irgendwas anders ist. Nicht falsch, aber anders. Ja, doch, doch. Macht es euch was aus, kurz draußen zu warten? Kein Problem. Und da ist er, steht auf und geht raus. Ich würde mit ein bisschen Verzögerung Isaiah hinterhergehen und mich dann noch kurz zu Ronan beugen, sagen wir, das stimmt nicht mit ihm. Ach. Lass mich nicht zu lang mit ihm draußen stehen, bitte. Er hat doch nicht auf mich geschossen oder sonst was getan. Also. Ich pack dich mal kurz am Kragen. Ronan, ich meine es ernst. Ist mir schon klar. Aber im Augenblick habe ich vor denen da mehr Angst. Bedeutet aber selbst Schulter. Weißt du, so unmittelbare Gefahr. Anna, lass mal so ein bisschen Knöchel Gefahr. Knacken. Ich drehe mich so zu einer um. Still. Kein guter erster Eindruck. Ich verspreche es. Gut. Ronald schaut kurz auf Anna, schaut auf die Knarre, schaut auf Anna, schaut auf die Knarre, zuckt die Schultern. Aha. Legt die Knarre in die Schublade. Hey Sam, wenn der Ventru dir in die Wäsche will, sagst du Bescheid. Mach mir keine Gedanken darüber, dass er mir an die Wäsche will. Ich bin mit Sicherheit unter seiner Würde, da muss ich mir, glaube ich, keine Gedanken drum machen. Als er so vor der Tür steht, fängt an, so ein bisschen so zu kichern. Und als das mit der unter seiner Würde stellt er sich ganz gerade und sagt, nein, nein, unter meiner Würde, unter gar keinen Umständen. Du bist eine reizende junge Dame. Isaiah, ja. Fresse. Danke. Rums. Kann einer von euch trinken? Ach ja, du, Bruce, ne? Oh, gerne. Gib her. Du auch? Weiß nicht, was hast du da? A, B. Achso. Stellt so ein irisches Bier auf den Tisch. Plopp. Das nehmen wir wohl ich. Ich habe nur eine Konserve im Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob das so dein Ding ist. Ich sehe, dass du beschäftigt bist. Ich will es echt kurz fassen. Ich, Bitte halte mich lang gefesselt. Ich würde mich draußen an die Hauswand unter dem Fenster lehnen und versuchen, ob ich mit Eight and Senses lauschen kann. Mhm. Diese verdammte kleine Toriador-Mistkröte. Musst du dafür was würfeln? Ich kann mein Auspex-Rating zu all meinen Perception-Rolls drauf. Okay. Ja. Dann lass sie erstmal erzählen und dann würfeln wir. Okay, Bruce, ich sehe, du bist erschüttert und irgendwas geht dir ziemlich nah. Also sprich. Ja. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich dich jetzt anspreche. Aber du bist ja jetzt hier der Chef. Bruce. Sheriff, wie auch immer. Es geht darum, ich war in der Wüste. Wir hatten ja darüber gesprochen. Jelly hatte diese Zeitung dabei. Du erinnerst dich. Ja, ich habe leider ein sehr gutes Gedächtnis. Ich leider auch. Und ich war bei Kumpeln, die mich dann zu einem bestimmten Ort geschickt haben, wo es eben solche Minen geben soll. Und als ich in der Wüste war, ich zeig's dir eben, warte. Dann faltet er so, holt aus seiner Jackentasche so die Karte hervor, faltet die aus. Ich bin quasi von hier nach dort in die Richtung gelaufen und dort an dieser Bühne abgebogen. Dass ich zu diesem Ort kam. Sie ist halt so ein Kreis irgendwo in der Wüste. Aha. Und ich glaube, habe was beobachtet, was ich hier nicht hätte beobachten sollen, zumindest gehört. Drei Vampire draußen. Ich konnte nicht allzu nah ran. Ich habe nur Fetzen gehört. Es ging darum, dass jemand wollte das Recht von, also es war einer und zwei andere. Der eine wollte die anderen beiden fragen, ob er in der Wüste jagen darf. Oder nicht. Die anderen waren sehr ungehalten darüber. Kanntest du die? Oder wen davon?
Bruce schaut so ganz gut, also einer sitzt daneben, schaut so in ihre Richtung. Nee. Ich glaube, bei Wits und Insight, Ronan. Moment, ich glaube, das konnte ich, ne? Und Bruce würfelt dagegen mal. Manipulation und Performance. Weil Subterfuge ist es ja nicht wirklich, also willst du mir nicht irgendwie zwingend performen. Nee. Ronan, der lügt mir in dein offenes Gesicht. Und der lügt vor allen Dingen so furchtbar schlecht. Nein, die kannte es, ich Es gibt nicht. Einen noch schlechteren Lügner als Ronan in der Stadt. Ja. Wow. Ja, auch mit so einem, ne, also du merkst halt, Bruce will sich ganz, ganz gefasst machen und redet dann halt wie so ein Roboter. Nein, die kannte ich nicht. Schaut dabei so nach links und nach rechts. Bruce? Hat so ein Klackschinden an der Wand so. Bruce, du hast mich gerade verdammt an den Terminator erinnert. Pass auf, Bruce. Ich bin zwar der Sheriff, aber ich habe auch ein Vorleben. Okay. Du kannst nicht lügen. Ja, du kannst doch nicht mal verschleiern. Ja, Bruce macht so dieses Ertappt-Gefühl und schaut so in Richtung Anna zu dir zurück. Also, sag schon. Pnava und zwei Anarchen. Er macht die Zigarette aus. Ja, jetzt beginnt es ein wenig gruselig zu werden. Für mich nämlich auch. Aber sammle ich doch Gruselgeschichten. Fuck. Ja. Und jetzt sag mir bitte, dass danach nur noch die Lackschuhe von Erstmal schaut Bruce also ganz kurz zu Anna mit. Er ist okay. Leider nein. Wobei es noch viel schlimmer ist. Ich konnte nicht näher rangehen. Die hätten mich bemerkt. Ich habe mich probiert, echt bedeckt zu halten, weil es nur wirklich zufällig war. Also ich glaube, es waren Bruha. Ich kenne ihren Namen nicht, aber waren vor dem Elysium. Aha. Und ich habe nur mitbekommen, dass sie halt nicht angetan waren. Ganz ehrlich, wirst du das schon. Pnava ist ein Arsch. Als ich dann gerade. Ich sehe mal, glaube ich. Und Bruch auch einen kurzen Geruchsfaden, schon klar, ja. Und als ich gerade dabei war zu gehen, ich bin schon einige Schritte weggegangen, habe ich nur Geräusche gehört. Vielleicht ein Kampf oder irgendwas, ich habe nur Gepolter. Und dann bin ich langsam zu der Stelle hin, weil ich ja keine Aufmerksamkeit erregen wollte. Und nichts war da. Nichts. Keine Spur von ihm zuerst. Keine Spur von ihm. Keine Spur von den anderen beiden. Keine Spur vom Kampf. Kein Blut. Keine Kleidung. Asche? Nichts. Ich habe dann kurz die Kontrolle verloren. Ich kann mich nur noch sehr schwach an das erinnern, was dann passiert ist. Das tippt so auf sich, weil es. Ich habe aber Witterung aufgenommen gehabt. Richtung Norden. Richtung zu der Mine. Dann hoch auf die Instinkte der Gangwill. Und da ging eine Spur hin. Keine drei, eine. Und es war nichts, wie gesagt, es war in diesem Ort, wo die sich getroffen haben, war nichts außer dieser ganz, ganz feine Geruch von Blut. Ich habe keine Ahnung davon. Du bist der Primär. Ich weiß nicht. Ich will hier nichts unterstellen. Ich will nicht sagen, dass er ist, aber komisch ist das schon, oder? Hm.
spontan fällt mir da jetzt auch nichts ein, aber ist nicht auszuschließen, dass es, naja, thaumaturgische Rituale und dergleichen gibt, die Spuren verschwinden lassen. Mag sein. Auf jeden Fall. Dann ist es aber ein sehr, sehr weit fortgeschrittener Grad. Bloß so mit den Schultern. Ich bin auf jeden Fall zur Mine hin. Ich habe auch Fotos davon gemacht und von den Spuren. Du bist doch Detektiv, vielleicht hilft dir das weiter. Wollte ich mich vor Ort mal umsehen? Ich weiß nicht, denn ich habe auf jeden Fall halt, da waren noch Vampire irgendwo, aber ich wollte nicht alleine reingehen. Wenn man in den Schacht reingeht, ist da ein Gang, der vermutlich noch weiter tief nach unten führt. Hocken da nicht die Anarchen irgendwo in der Ecke? Schaut zu einer. Kann sein. Was weiß ich. Ich glaube, da würfeln wir jetzt nicht Wits und Insight. Das ist auch gelogen. Also nein, also Bruce wusste das vorne. Er guckt halt so zu Anna, dieses, ne, also sie wusste das halt eher nicht. So nach dem Motto soll es halt ja dann sich anhören. Ja, habe ich dann vorhin auch erfahren. Also, neben Prinava, also du bist ja sicher, Prinava gehört zu haben. Ich kann diese Stimme noch nicht verwechseln. Ist ein bisschen einzigartig. Und er stand mit zwei Brucher da und danach stand keiner mehr da. Nichts von da. Und Fußspuren, nur ein paar führte zur Mine. Nur ein paar führte zur Mine. Scheiße. Aber du hast sonst nichts gesehen. Also du hast kein wirklich stattgefundenes Verbrechen gesehen. Nee. Wie gut ist dein Kontakt zu den Anarchen? Geht so. Also die Leute, die gut mit mir konnten, sind alle übergelaufen. Oder kennst du wen, der da lebt? Sicher? Vielleicht kannst du mal anfragen, dass die mal durchzählen, ob jemand vermisst wird. Okay. Dann haben wir zumindest schon mal irgendwas. Mir persönlich ist es scheißegal, ob jemand zur Camarilla gehört oder nicht. Wir haben alle dasselbe Blut, also sind wir auch alle füreinander verantwortlich. Und wir hängen alle unter dieser Scheißkuppel. Ja, auch das. Ein kleiner Nebeneffekt. Wits Awareness und Auspex für Samantha. Ich würde noch einen Rouse-Check machen, um meinen Pool zu erhöhen. Mhm. Oh ja. Jo. Sowas von. Das war's. Wits Awareness, ne? Mhm. Und Auspex. Ja. Und es wäre gut, wenn. Ich will da keinem auf die Füße treten, aber vielleicht kann ich tatsächlich irgendwas feststellen. Sechs. Mach das, ich will ja nichts sagen. Ich wollte es nur. Ich will dann nur den Anarch nicht auf die Füße treten. Darum geht mir das. Sam kriegt das mit. Verstehe das auch schon, ja. Ich wollte es auch nur direkt. Also, ja? Vielleicht gehe ich mit einem von euch oder mit beiden hin oder mit Angela. Ich kann gerne mitkommen. Ich kann ja ganz genau sagen, wo es ist. Ja, da auch. Ist mir beides recht. Und dann, ich nehme das auf. Und wenn wir tatsächlich stichhaltige Beweise finden, bringe ich es zur Anklage. Okay. Aber ohne geht es leider nicht. Aber einem Verdacht gehe ich nach. Das ist auch meine Aufgabe. Als braver Bürger würde ich nur meine Pflicht tun. Was machen Sam und Isaiah währenddessen draußen?
All American. Ich würde versuchen, mich halt eben auf das Gespräch zu konzentrieren. Nachdem die Tür zugegangen ist. Und Isaiah dabei im Blick behalten. Neigt sich Isaiah so ein bisschen, sieht, dass Sam sich da so an die Tür stellt oder an die Wand, stellt sich quasi neben sie. Hast du so ein Ohr an der Wand? Nee, ich lehne einfach an der Hauswand quasi unterm Fenster. Also mit dem Rücken einfach an die Wand gelehnt, so entspannte Haltung nach dem Motto, oh, langweilig, ich muss warten und dabei eben mit einem Ohr quasi ans die Langziehohren von Harry Potter quasi unter das Fenster geschoben. Sehr gut. Ja, also er stellt sich quasi daneben und sagt, Sam, wie geht es dir so als neue Harpie? Ich wollte dir und das ist das erste Mal, dass du das Gefühl hast, dass er sehr was ernsthaft sagt heute Abend. Ich wollte dir mein Beileid ausdrücken dafür, dass Andrew von uns gegangen ist. Dankeschön. Hast du John in letzter Zeit gesehen? Nein. Das letzte Mal beim Elysium. Den Dicken? Auch das letzte Mal beim Elysium. Ich dachte, er wäre ein Klüngel. Wir waren ein Klüngel. Nicht mehr? Nein. Weil Andrew gestorben ist? Nicht wirklich. Entschuldigung. Unsere Wege haben sich schon vorher getrennt. Okay. Hängt Angela noch mit Ihnen rum? Das kann ich dir nicht sicher sagen. Ich habe auch Angela das letzte Mal beim Elysium gesehen. Oh. Oh. Okay. Das tut mir leid. Wo bist du jetzt? Ich habe ein eigenes Quartier inzwischen. Darf man wissen, wo, oder? Das wirst du noch mitbekommen. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Bei Mrs. Gilman? Nein. Okay. Wie gesagt, du wirst es noch früh genug erfahren. Na gut, na gut. Ich werde wahrscheinlich demnächst ausziehen. So? Ja, ja. Andere Lebensumstände jetzt. Aha. Du hast keine Gruppe mehr, der du so in der Form angehörst. Wenn ich das richtig verstehe. Ich möchte dich nur davor warnen, Miss Gilman zu sehr zu vertrauen. Ich weiß, sie ist dein Primogen. Aber du hattest, glaube ich, auch schon von Anfang an den richtigen Riecher mit ihr, dass sie kein guter Freund ist. Isaiah, die Leute, denen ich noch vertraue, könnte ich dann noch eine an der Hand abzählen, selbst wenn ich Finger verlieren würde? Ich weiß, dass ich nicht dazu zähle. Kluger Junge. Tja. Diese ganze Misere hätte gar nicht erst passieren müssen, wenn John sich nicht diese komische Attitüde hat einfallen lassen, sein Einzelgänger-Ding durchzuziehen. Ich muss herausfinden, was er vorhat. Irgendwas ist da ganz doll im Argen. Insbesondere, weil es auch mit Jelly zu tun hat. Da hörst du von meiner Seite absolut keinen Widerspruch, ja. Aber dass die Dinge ins Arge geraten sind, das ist schon viel, viel früher passiert. Wie lange bist du jetzt kein Miet? Ich würde sagen, ungefähr seitdem. Oder vielleicht ein bisschen davor.
Es hat theoretisch wahrscheinlich schon vor meiner Geburt angefangen, in eine schlechte Richtung zu gehen. Wenn man es so sieht, dann ist es in dem Moment geschehen, dem kein Abel tötete. Tja. Das wäre jetzt ein bisschen sehr weit gegriffen, ja. Aber theoretisch hast du recht. Nein, aber was John angeht, da bin ich ganz deiner Meinung. Tja, gut. Wie steht denn deine Primogen, unser geschätzter Prinz, zu John? Eine schwierige Beziehung. Sie findet John ein wenig zu locker. Und ich meine, schau dich Sabra an. Sie will, dass die Menschen so sind, wie sie sich vorstellt. Und sie stellt sich nun mal Ventru als perfekte Beispiele der Herrscher unter den Vampiren vor. Sieht doch auch. und Isaiah macht so ein ganz leichtes so mit der einen Hand so ein, ne, so, also ganz subtil so an sich runter zeigen. Und das ist fast unbewusst. Das ist nicht irgendwie so ein. Kriegst du gerade ein bisschen von dem geistigen Auge diese Flashbacks von so zwei Groupies, die dich so anhimmeln. Genau. und also er sagt dann, ich denke, es würde ihr besser gefallen, wenn er sich mal melden würde und sich in unsere Clan-Struktur ein bisschen besser integrieren würde. Es ist einfach, wir sind schon wenige. Es wäre gut zu wissen, was die Hände tun. Nun, du bist doch jetzt hier in der perfekten Adresse, um vielleicht deine Bedenken zur Geltung zu bringen bezüglich John und die Gesetze der Camarilla. Absolut, absolut. Ich denke, dass... Und wir beide wissen, dass John sich auch schon mehr als einmal in diese Richtung etwas hat zu Schulden kommen lassen. Da bin ich ganz bei dir. Ich denke auch Ron hat nicht viel Liebe für John übrig. Nun, dann gib Ronan etwas an die Hand, dem er nachgehen kann. Gib ihm einen offiziellen Grund, nach John zu suchen und das Gespräch mit John zu suchen. Wenn du irgendetwas weißt, wenn irgendetwas vorgefallen ist, was Ronan irgendeine Handhabe gegen John gibt, dann sag ihm das jetzt. Ja. Ich denke, das ist eine gute Idee. Danke, Sam. Ja. Sam, hast du mal ein Instrument gespielt? Nein. Schade. Ich möchte Gitarre lernen. Und dann dreht sich, also er ohne eine Antwort zu erwarten, weg und stellt sich in eine andere Ecke an der Wand. Und wirkt so, als wäre so, würde er so abdriften und irgendwo an irgendwas anderes denken. Ich mache eine geistige Notiz dazu. So, ich denke, wir machen jetzt noch das Gespräch zwischen Isaiah und Ronan und dann, wenn ich auf die Uhr gucke, müssen wir dann auch schon wieder aufhören. Also müssen wir ein bisschen rushen jetzt. Dann denke ich, verbleiben die auf jeden Fall so und Ronan wird dann entweder in der Nacht oder in der darauffolgenden dann wird er sich bei den beiden melden und dann guckt man sich die Spuren an. Und bis dahin bleibt es unter den dreien. Außer den lauschenden langen Ohren von einer Toreador vor der Tür. Hey, die ist jetzt die Harpie, die muss sowas wissen. Das stimmt. Die wächst viel zu schnell in ihre Aufgaben rein. So, ja. Nimm das Bier euch mit, Bruce. Top. Dann viel Freude mit dem Lackaffen. Yay. Ciao, Anna.
Mann, die mag mich aber richtig. Mäp, der nächste bitte. Du bist gemutet. Isaiah, danke, danke, sehr freundlich. Isaiah wird von diesem Geräusch aus seinen Gedanken gerissen und steht dann wieder, stellt sich wieder hin, gerade hin, schaut, wie Anna und Bruce quasi da so aus der Tür kommen, nickt den beiden zu und sagte: Es war schön, dich zu sehen, Bruce. Mhm. Gang-Übersetzung für, ja, finde ich auch. Man hört von Anna so ein Licht. Schön. Also er überdenkt innerlich seine Haltung zu dem Thema der Ventru und sein bester Freund. Das scheint einfach nicht der Fakt zu sein. Naja. Er geht quasi zu dir, schaut zu Sam rüber und sagt: Kommst du noch mit? Oder ich erzähle. Und lässt dann quasi die Tür offen, hält die Tür offen. Ja, also er setzt sich wieder auf den gleichen Sessel, auf dem er eben saß. Guckt zu Ronan rüber und sagt: Ronan, kennst du John Doe? Du meinst, abgesehen von den 25, die täglich im Leichenschauhaus landen? Ich meine besagten Ventru. Den bei John euch. Doe. John. Mr. Hawaii-Hemd. Von Sam. Mr. Hawaii-Hemd. Mr. Hawaii-Hemd. Kollege von Andrew, hängt immer mit einem dicken Nosferatu zusammen rum. Ja, den kenne ich besonders gut, ja. Ach, echt? Ist du sehr hattest, einprägsam. Ja. Ja, ich erinnere mich, ihr hattet eine. Ja. Das war eine interessante Szene. Jedenfalls, ich habe eine Anklage gegenüber John vorzubringen. John hat versucht, mich mit kainitischen Disziplinen gefügig zu machen und mein Gedächtnis zu manipulieren. Gibt es da Strafen für? Ich glaube, da gibt es Strafen für. Wenn es dafür Strafen gäbe. Wollte er dich damit wollte er damit irgendwas vertuschen, was er getan hat oder zu was er dich gezwungen hat oder? Das kann ich nicht so genau sagen. Er wirkte, ich glaube, er hat sich verplappert. Wegen Jelly. Er wusste irgendwas von Jelly. War er hinter Jelly? Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht hat er ein bisschen Erfolg. Vielleicht war er hinter Jelly her. In Rone ins Gesicht zuckt es. Ja, irgendwas mit Jelly. Mit zum Inside für Eis, ja. Bitte lass es ihn nicht können. Ich mach mal noch so einen Dingsbums-Test hier. Hier. Links. Ding, 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 ding. Fünf Erfolge, Ronan. Ronan ist ein offenes Buch. Das sind sogar mehr als fünf, das sind sieben. Ah ja, stimmt, das ist ja sogar ein Viertel. Ich erspare mir das jetzt dagegen zu würfeln. ja.
Was sagt mir das? Boah, also das ist völlig unvorbereitet. Flackern ganz viele verschiedene Emotionen in kurzen Abständen über Ronans Gesicht. Sorge? Angst? Wut? Panik? Und so, also, es war sehr, vielleicht ein bisschen schwer zu deuten, aber am ehesten vielleicht zu übersetzen mit einem umfassenden beschützen wollen. Aber sowas, was alles kurz überlagert, alles andere. Als er schaut kurz zu Ron und sagt, es ist lange her, dass ich Jelly getroffen habe. Irgendwann während dieser Bürgermeister-Sache. Das scheint jetzt so lange her. Ob es ihr gut geht? Jedenfalls, John hat irgendwas wegen Jelly gesagt und danach hat er einen Taxifahrer geköpft. Hast du das gesehen? Ja. Wir sind in dem Taxi gefahren, als er versucht hat, meinen Kopf zu verdrehen. Und dann hat er getrunken von dem Taxifahrer, hat mir etwas angeboten und als ich annehmen wollte, hat er ihm den Kopf abgerissen. Abgerissen? Umgedreht? Er hat ihn getötet. Ich weiß nicht mehr wie. In meinem Kopf ist alles ein bisschen diesig, Ron. Schwierig. Der Abend. Ich müsste dir aber noch das Datum sagen können. Vielleicht gab es Todesanzeigen. Ich habe das Datum selbst nicht mehr notiert im Kopf, aber also er weiß das Datum noch. Ich mache mal einen Rose-Check. Und würde mal Auspex 3 anwenden. Um was zu tun? Scry the Soul. Warum? Weil ich gerne lesen möchte, was in der Serie gerade vorgeht. Okay. Also, was seine Aura mir verrät und ob da vielleicht irgendwas auffällig ist an der Aura. Damit rechnet er sowieso nicht. Aber bei Anna hat das ja schon ganz gut geklappt. Jetzt würfelt Isaiah Composure und Subterfuge. Darf ich da auch einen Rose-Check für machen? Ja. Cool. Millionen Würfel. Naja, es geht. Die Erfolge können es noch Willpower ausgeben, um noch einen Würfel mehr zu würfeln und Roland kann noch zwei wiederholen, wenn er Willpower ausgibt. Ja, mach ich mal. Nee, ist schon okay. Es ist ja keine wirklich bewusste Sache, die ich hier gerade mache. Nochmal zwei Erfolge mehr für Roland. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz, ganz schnell gucken. Also steht als sehr unter irgendeinem Einfluss aktuell? Nee. Okay. Irgendwas sonst auffällig an der Aura? Dam. Ja, es ziehen sich dicke schwarze Linien über seine Aura. Ronan hustet kurz. Dann würde ich ihn direkt anschauen, wenn er so hustet. Mit einem fragenden Blick. Sag mal, ist ja, wo zum Hölle warst du eigentlich? Ich war weg. Du weißt, wo ich war. Tu doch nichts davon, ich bitte dich. Was ist die Kinderkacke? Ronan sieht wirklich völlig.
London, irgendjemand. Und der kommt so als wie euch dafür so. Oh, arbeitet. Ja, sorry, das bin ich. Ich habe so einen USB-Stick, mit dem ich manchmal auch, sorry. Als er guckt so leicht verächtlich zu Ron rüber und sagt, irgendjemand hat irgendwem von dem kleinen Ausrutscher eines Ventrus erzählt, obwohl dieser erste irgendjemand hoch und heilig versprochen hat, sein Maul zu halten. Kannst du mir auf die Sprünge helfen, wer das war? Ronan? Weißt du das noch? Boah, schon so lange her. Ron macht die Kippe aus. Okay, Sabra hat mir gesagt, dass das da so, wo du abhängst. Tja, jetzt hänge ich da nicht mehr. Aber dass du da abhängst, das wusste ich bis dato nicht. Tja. Jedenfalls muss ich so zwei, dreimal rausfahren. Hat das sonst jemand gesehen, wie er den Taxifahrer umgebracht hat? Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht da geblieben. John wirkte eher so, als wollte er mich auch umbringen. Und also er macht so den hier. So. Ich meine, ich werde jetzt nicht anfangen, mich mit jemandem zu schlagen. Hast du ihn sonst bei irgendwas beobachtet, was ein direkter Verstoß gegen die Maskerade oder die Tradition wäre? Gilt das nur für Dinge, die hier in der Stadt in der letzten Zeit passiert sind? Jeder Maskeradebruch muss zur Anzeige gebracht werden. Ich habe auch mitbekommen, wie er Menschen getötet hat. Noch in Sacramento, aber... Ich habe dir davon erzählt gehabt, die U-Bahn. Ach, du meinst das, was dann auch auf Video wahrscheinlich zu sehen war? Wenn die U-Bahn videoüberwacht war. Ich weiß nicht, wie lange sie die Bänder aufheben. Es ist schon eine Weile her, aber... Dürfte schwer sein, an solche Beweise ranzukommen, wenn man nicht aus der Stadt raus kann. Naja, aber ich bin ja inzwischen nicht mehr irgendwer. Ich bin die Harpier dieser Stadt. Wir könnten versuchen, zusammen eine offizielle Vorladung auszustellen. Ron, ich muss sowieso nach John suchen. Ich dachte nur, wenn ich schon mal da bin, und ich meine, du bist der Sheriff der Stadt, und es ist irgendwie dein Job. Pass auf, ich hätte zwar nie gedacht, dass ich das jetzt sage. Ehrlich gesagt, da habe ich ein bisschen Magenkrummeln. Aber wenn John dich auf diese Art und Weise bedroht und bedroht hat und noch bedrohen könnte, plus die anderen Sachen, die du nur angedeutet hast, stehst du unter meinem Schutz. Bisher steht auf, kommt zu Ron an den Tisch und legt sich so halb wirklich auf den Tisch drauf, bis er so 20 Zentimeter von Rons Gesicht weg ist. Und sagt, Ron, du bist ein Sheriff im Namen. Du bist kein Malcolm, du bist kein Joe. Ich hoffe, dass du mit deinem Notizblock was Nützliches machen kannst. Aber ich vertraue nicht darauf. Und dann richtet er sich wieder auf, guckt an Ron einmal von oben nach unten an und sagt, ich glaube fast, dass dir noch mehr daran liegen könnte, John zu kriegen, als mir.
Und dann dreht er sich um und geht. Als er in der Tür steht, dreht er sich nochmal um, guckt zu Sam und sagt, es war schön, mit dir zu sprechen. Vielleicht sehen wir uns mal demnächst wieder. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Wie gesagt, du wirst doch eine Einladung bekommen. Große Scheiße. Ja, schöne Worte für den Abschluss des Streams. Ja, haben wir ein bisschen überzogen. Ein bisschen. Ja, aber alles nur für die Zuschauer. Sehr, sehr schön. Dankeschön fürs Mitspielen. Danke da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Mehr Rollenspiele natürlich immer auf dem Nordpol. Ihr wisst, wo ihr die Sachen findet. Mal gucken, ob wir gleich noch eine Aftershow-Party hinkriegen. Wenn, dann wird sie nicht sonderlich lang. Kann ich jetzt schon mal ankündigen. Und wenn ihr davon mehr wissen wollt, was das ist und was wir da so machen, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Link findet ihr unten unter dem Stream oder unter dem Video, je nachdem, wo ihr guckt. Und ja, wann gibt's das nächste Mal was von Rerion zu sehen? Ich glaube, erst wieder am 11. Das wären dann die Transsylvanischen Chroniken in der unglaublich beliebten Version VR, die demnächst nicht in den Druck geht. Okay, ja, wissen wir Bescheid. Araiguma ist, glaube ich, immer noch Quali-exklusiv. Exklusiv, genau, das war das Wort, was ich suchte, genau. Kako, wann gibt es das nächste Mal was von dir? Morgen tatsächlich. Also nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem Kanal von Quantum Plays und Mischka. Da spielen wir Schattenjäger weiter. Unserer Schattenjäger 40K Schattenjäger. Airpods. Genau. Okay. Und Feramin? Auch erst wieder am 11. Dark Ages bei Ririon. Ich habe zuerst diablariert. Vor Araiguma. Oh shit. Auch so stylisch, ja. Darf ich wissen, wie das passiert ist? Ach nee, lieber nicht spoilern. Muss ich einfach gucken, ne? Guckt es euch an. Es ist, glaube ich, genau. auf Tape. Ja? Genau. Also der Maskeradebruch ist da. Damals gab es noch keine Kamarilla. Aber die Maskerade gab es doch schon noch nicht. Naja. Wo keine Kläger, da keine Richter, ne? Das war ja mal so die Ätzung. Ich meine, da wusste das ganze Dorf, dass es Vampire gibt, also. Naja, okay. Ich sehe schon, man muss mir die Sache nochmal genauer reinziehen. Ja, euch da draußen, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und ich schiebe euch jetzt gleich nochmal rüber zu irgendwem anders. Ich muss nur mal gucken, zu wem wer da in Frage kommt. Nachdem wir ja schon erfolgreich von zwei Leuten geradet wurden, was haben wir denn hier? Oh, ich habe keinen. Oh, guck mal, ich habe hier einen, der spielt Heroes of the Storm. Das kennt ihr doch bestimmt, der hat nur einen Zuschauer. Also, wenn ihr da zumindest kurz hingeht und kurz Hallo sagt, dann freut er sich bestimmt auch. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.